Der hier. So. So ein bisschen überziehen. Sind wir noch kleiner, ne? Ja. Come on in, my friend. Yes. Awesome. Yeah. Channel meine innere Mariah Carey. Singst du oft Mariah Carey? Nein, ich kann es ja nicht. Warum kann ich Mariah Carey singen? Oh, singst du? Unter der Dusche. Ja, das schon. Wirklich? Ja. Zu Musik oder a cappella? Beides, kommt drauf an. Gell, mir hat einfach nicht mehr zulassen. Ist like, nobody cares. So, jetzt haben wir angefangen. Oh. Ja, beides, Musik und A Cappella. Haben wir jetzt wirklich angefangen? Yeah. Oh, shit, okay. Ja, voll, ich habe das Playback und meine Background-Dancer. No, natürlich einfach so, aus dem Nichts raus. Manchmal höre ich aber ein bisschen Musik und tue ein bisschen mitsingen. Eben, mit zum, ich höre gerne Musik zum Duschen und dann singe ich natürlich auch mit. Ja, eben, schon. Aber ohne... Das habe ich nie ganz selber erlebt, das wirklich zu so einfach warm Duschen singen. Ah, wirklich? Nein, dann habe ich in meinem Inneren das Gefühl, ich sage da Mariah Carey, Whitney Houston und Beyoncé alle zusammen. Und sind es wirklich Songs oder ist es einfach so ich hatte genau. Ich habe die Lyrics gesehen, nicht. Ich muss auch ein Huhu machen. So, Schubidubi. Schubidubi Schauer Schauer. Schubidubi Schauer Schauer ist mein Hitsong, genau. Ja, das ist mein Eröffnungssong. Das fällt mir gerade ein. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ist egal. Der Charlie und ich haben mal eine 3 gehabt, wo wir bei einer Autowäschanlage filmen mussten. Warum ist alles wurscht? Aber einfach, weil wir bei einer Autowäschanlage gesehen sind, hat der Charlie einen Tag lang, alle 10 Sekunden, at the car wash! Bei jeder Sekunde von 3 Pause. Und so nach 3 Stunden habe ich gesagt, Charlie, du musst aufhören. Aber es ist nicht gegangen. Er hat einfach wenn ich noch mit dabei wäre, wäre ich noch so das Eintöpfchen von dieser Anstrengung gewesen. Ich hätte einfach jedes Mal mitmachen. ich bin sonst auch gerne dabei bei so Zeugs, aber es gibt irgendwann, es ist so wie ein Trigger gewesen. Oder? Ja, ich verstehe es. Aber ich glaube, ich gehöre so wie der Charlie zu den Menschen, die so ein bisschen auch die Grenzen nicht ganz so spüren und noch so ein bisschen ausdehnen, während dann mal so, please. Wird es dir dann gesagt oder merkst du es dann so im Nachhinein? Also ich glaube, ich habe recht nette Menschen um mich herum. Mir ist noch nie direkt gesagt worden. Aber irgendwie habe ich dann aber schon das Gefühl, hey, wieso, sie sind nicht mehr dabei. Aber dann denke ich so, ja, es ist ja langweilig, weißt du. So. Es liegt nicht an mir, es liegt an den anderen. Mir passiert das manchmal, dass ich eben so ein paar Tage später denke irgendwie an irgendeine Begegnung oder irgendeine Situation zurück und dann denke ich so, oh fuck, nein. Und dann habe ich irgendwie das gesagt oder dann habe ich das gemacht. Ich bin fett Netflix Queen im Fall. Ich habe so oft so unpassende Sachen gesagt. Gerade letztens bin ich am Geburtstag von einer Kollegin eingeladen worden. Und dann habe ich zum ersten Mal ihren Freund gesehen. Und wir sind nicht so eng befreundet miteinander. Bin ich hergegangen und ich so, oh hey, und wie kennt ihr noch? Seid ihr verwandt miteinander? Und sie so, das ist mein Freund. Und ich so, wieder mal so ein goldiger Moment von mir. Und dann so, why can't you just shush it? Das ist immer so ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Oder dann so, oh Gott, oh, mega herzig. Und sie so, ich bin voll nicht schwanger. Dann so, oh. Also richtig böse Sachen. So. Wirklich Fettnäpfchen Queen. Aber Karma gibt's. Weil ich bin auch schon gefragt worden, so, und hat es nicht geschmeckt? Also euch beiden. Und ich nur so, also eigentlich kann ich nur ein bisschen zu. Wirklich? Hey, aber ohne Scheiß. Ja, aber einfach, weil ich weiss, dass das so ein absoluter Fettnäpfchen ist. Wirklich. The worst. Frauen, wo ich wirklich nicht anders kann denken kann, als das Baby kommt morgen. So, weißt du? Und du sagst, es kann nicht anders sein, dass es so ein Buch ist. Mhm. Sogar dort sage ich nicht. Ich sage auch nie mehr etwas im Fall. I learned the lesson. Wirklich. Weil ich weiss, wie es sich anfühlt, wenn du nicht schwanger bist. Und dann ist sie so, oh. Ich hoffe, es hat nach beiden geschmeckt und dann so, Wow, okay. das ist vor allem noch so ein bisschen condescending. Es ist dann, wirklich so... Weißt du, schlimmer ist dann noch so, wenn sie sich tausendmal dafür entschuldigen. Ja, so, logisch. Please let it go. Weißt du, kannst du einfach aufhören. So, immer noch mal daran erinnern. Ja, es ist schon passiert. Übrigens, okay, Entschuldigung, dass ich vor 5 Stunden gesagt habe,
hat es euch beiden geschmeckt? Entschuldigung, dass ich das Gefühl hatte, du bist schwanger. Ja. Weißt du, immer weißt, bei der Rechnung nochmal so, hey, das ist im Fall gar nicht so, also so fett bist du schon nicht. Ah, dann noch ein bisschen. Nein. Schade zu begrenzen. Aber ich habe das von der Bühne aus, habe ich also zum Teil die kleinen Fettnäpfchen. Es ist halt für die Comedy meistens gut. Weil man macht dann halt etwas draus. Ich habe natürlich auch schon Leute gefragt, die ich gemeint habe, sind zusammen. Und es ist dann irgendwie... Schwester. Ja, also sogar einmal Vater und Tochter. Weißt du, oder? Aber kürzlich, die Leute, die an dieser Show waren, die haben es eh gemerkt. Darum kann ich es jetzt auch erzählen. Kürzlich habe ich ganz schlimm... Es ist ja, weißt du ja auch, wenn du auf der Bühne stehst und es hat Scheinwerfer und so, und der Saal nicht mega beleuchtet, dann siehst du ja nicht allzu viel von diesen Menschen. Und ich sage wirklich so zu jemandem, so links, schon noch erste Reihe, aber es ist trotzdem schon eher weiter weg und es ist super dunkel. Und ich sehe eigentlich nur so eine grosse Hornbrille. Sage ich so, wie heißt der Herr da? Und dann ist er still. Mega lang. Das ist verrückt. No! Und danach rief einer hinten dran. Weiß auch nicht mehr. Roger! Und dann denke ich so, fuck. In dieser Ecke gibt es genau ein Herr, wie ich sage. Und es ist definitiv nicht die Person, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und die hat sich wirklich so angeschaut. So, und dann habe ich dummerweise, weil ich wirklich so perplex war, habe ich es eben wie so probiert anzusprechen. Und ich so, aha, dort, ja, alles klar. Ja, ich habe nur eine Brille gesehen, weißt du, so. Und ich mache es nur noch schlimm. Also jetzt komme ich nicht raus. Also wer war die Person mit der Hornbrille? Eine Frau. Ah, schon eine Frau? Ja. Definitiv eine Frau. Oh. Definitiv. Und wie ist die also nein, nicht definitiv, sogar? Aber eben, ich habe mich dann immer so bla bla und dann habe ich mit dem Dude angefangen weiter zu schwätzen und dann habe ich es, aber ich habe gemerkt, also eine halbe Stunde habe ich schon gebraucht, bis so da. So eigentlich wollte ich das Programm machen, aber genau. Ich bin da mehr so um Kopf und Kragen am Reden. Also ja, ich habe dann eine halbe Stunde das Programm gespielt und so nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, jetzt sind sie etwa dort, wo sie vielleicht sonst... von Anfang an gesehen waren. Es hat so ein bisschen Energie schnell rausgezogen. Eieiei. Aber ich habe es zum Glück dann einfach irgendwann einfach weitergemacht. Ja, logisch. Und das ist natürlich das Schlimmste, weil eigentlich auf der Bühne habe ich nie das Gefühl von einem Fettnäpfchen. Weil es ja auch ein Part of the Show ist. Genau. Wenn etwas Peinliches passiert, genau. Ist ja besser für die aber, Show. So. Aber Social Encounters sonst, alles immer schlimm. Immer, egal was, egal mit wem. Und dann eben kann es sein, zwei Wochen später, oh nein. Ja. Ah, das mache ich eher beim Duschen. Ich mache so, ah, fuck, nein, shit. So, ich singe nicht. Weißt du, was ich aber noch habe? So, unter der Dusche denke ich immer so, wie lange geht es, bis sie merken, dass ich nichts kann? Ich habe so oft das Gefühl, hast im Imposter-Syndrom heißt das. Ja, so, bei allem habe ich das Gefühl, so, wie lange geht es, bis der Joel merkt, so, ich weiß, ich habe gar nichts zu erzählen. Weißt du? Ja, Fettnäpfchen. Vor 3 Minuten. Darum habe ich die Geschichte angefangen. Nein. Du kannst gerne ein Stand-up-Skit jetzt machen. Genau. Oder so. Ja. Nein, aber also ich kenne das Gefühl. Mhm. Und ich weiss noch, mit irgendjemandem in diesem Pod mega lange über das geschwätzt. Und der Kollege von mir, der Albi, der hat mir dann einen anderen Pod geschickt, wo er sagt, das, was dir dort besprechen, das wird in diesem Podcast mega intensiv besprochen. Das heisst im Imposter-Syndrom. Das haben ganz viele Menschen. Das haben die erfolgreichsten Leute auf Erde. Und das gehört, glaube ich, irgendwie ein Stück weit dazu. Mhm. Weil ich merke so bei mir, was ja oft passiert, man vergleicht das Innere mit dem Äußeren von anderen Menschen. Und dort fängt es ja schon an. Dort gibt es schon so ein Ungleichgewicht, dass ich weiß ja eben, wie ich mich fühle. Ich weiß, wie ich meine Fähigkeiten einschätze, wie an gewissen Tagen ich mich mega gut finde in dem, was ich mache. Und an anderen Tagen denke ich, vor allem, wenn ich neues Material schreibe, denke ich immer so gut wie das, was ich dort gemacht habe, wird nie mehr etwas. Mhm. Ah, ich bin so schlecht. Mhm. Und danach hast du aber etwas Neues und dann entwickelst du das und auf einmal findest du wieder, wow. Das ist, glaube ich, jetzt besser als das letzte. Voll geil. Mhm. Aber alle die Phasen, die mache ich ja mit mir durch. Ich kenne das alles. Und ich sehe jemanden auftreten und ich sehe nur, wie die Person auftritt und irgendwie nachher noch sagt, ich bin irgendwie mega happy gerade mit meinem Material oder irgendwie so. Mhm. Und dann vergleiche ich das mit dem ganzen Prozess, genau, oder vor allem. Mit all meinem ganzen Sonst und denke so, dieser Person geht es viel besser als mir. Mhm.
Aber das ist ja nur, weil ich einfach mein Inneres mit dieser Person äußerlich vergleiche. Das ist spannend, das habe ich mir so gar nicht überlegt, was man da genau vergleicht. Ja. Die Person, habe ich dann, wo das passiert ist, habe ich dann 3 Jahre später mal darauf angesprochen und habe gesagt, hey, ich weiß noch, wo du mal gesagt hast, ich finde irgendwie gerade so alles bei mir recht geil, was funktioniert und solche Sachen. Und dann sagt die Person, ja, und jetzt ist es voll nicht so. Und dann habe ich aber so wie gemerkt, ah, also nur weil du jetzt gerade in dieser Phase bist, äußerlich und ich innerlich in einer anderen, ist das einfach, ist du vergleichst Äpfel mit Bieren, sozusagen. Eigentlich ist es so ein bisschen der Instagram-Moment, wo du es gesehen bekommst und vergleichst es mit dem realen Leben, das eigentlich nicht Sinn macht. Oder? Genau. Das, was porträtiert wird oder eben der Moment, wo du auf der Bühne bist, ist ja schon das Highlight. Nach dem ganzen Leiden, mit dem ganzen Prozess und der ganzen Vorbereitung kommt eigentlich nur noch das Highlight. Oder? Und das darf man wie nicht vergleichen mit dem, wenn du in dem Prozess steckst oder sagst, am I even worth it? Und das geht bei allem. Ja. 2 Freunde von mir haben mal festgestellt, dass ihre jeweilige Partnerin, Frau, Freundin, was auch immer, jeweils das andere Pärchen als positives Beispiel genommen hat. Oh, für wow. Sachen, die bei ihnen nicht funktionieren. Ja, das ist spannend. Und dann haben sie so gesagt, und das funktioniert bei dir auch nicht, das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Das ist aber als Beispiel genommen worden. Schau, bei denen funktioniert das ja. Das ist so lustig. Aber bei dir finde ich es immerhin interessant, du vergleichst dich mit dir selber. Also mit einem Joel in einer Verfassung, die super gut auf der Bühne war, gegenüber der Person, die das Lieder hat. Und die Pärchen jetzt zum Beispiel oder andere Menschen vergleichen sich mit anderen Leuten. Ja, vergleichst das meine ich eben. Vergleichst du dich auch mal mit anderen Leuten? Ja, logischerweise. Mit anderen Comedians? Logischerweise die ganze Zeit. Okay. Aber ich arbeite auch mega daran, dass es mir egal ist. Mhm. Also es ist mir schon recht lang ziemlich egal. Mhm. Nicht immer ganz. Aber deutlich egaler als auch schon. Und sind das Kollegen und Kolleginnen von der Schweiz oder sind das irgendwelche amerikanischen Vorbilder, die du hast? Also, alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche. Ich weiß noch, wo ich noch ganz am Anfang so eine Late-Night-Show gemacht habe in Basel, mein Anspruch war gesehen, Level Conan O'Brien. Und, ja, no pressure! Nein, eben. Und das hat super viele Diskussionen gegeben mit Menschen, die irgendwie dort mitgeschafft haben und irgendwie geholfen haben. Weißt, zum Teil auch nicht wirklich für Stutz und so. Wir haben das alle aus Spass gemacht. Und ich glaube, es hat nicht so Spass gemacht, wenn dann irgendwie so eine kleine Teufel in einem schlecht sitzenden Anzug irgendwie findet, ja, yeah, aber das ist scheiße und das ist nicht so gut. Und die dann so gesagt haben, du willst das Level erreichen, aber wir sind nicht das Level und es geht nicht und so. Mhm. Und ich so, ja, aber das muss Ziel sein, damit wir so gut wie möglich sind, bla bla bla. Mhm. Das eine und das andere ist natürlich wirklich früher, als ich so angefangen habe, es gab so eine Anspruchshaltung gegeben, wo man so wie so gefunden hat, hey, jetzt mache ich ja Comedy, das heisst, jetzt darf ich auch bei Jacobo Müller auftreten und jetzt darf ich auch das machen. Und dort vergleichst du natürlich dann, weil das passiert dann zum Beispiel nicht gerade. Und dann findest du, aber sie ist ja jetzt gesehen und er ist jetzt gesehen, was soll das? Also die Bestätigung von einer Show, ja, wo so das Häkchen setzt, hey, du bist ein guter Comedian. Das geht fucking, bei mir ist es ein Jahr gegangen, dann ist es weg. Mhm. Weil dann eben so... Auf was besinnst du dich? Anfangs kalibrieren. Ich hatte das Gleiche noch eigentlich auf dich fragen. Ja. Zuerst, vergleichst du auch mit anderen Leuten? Oder machst du es weniger? Ich mache es weniger. Gerade weil ich aber das Gefühl hatte, so, hey, wie lange geht es, bis ich merke, dass ich keine richtige Moderatorin bin. Aber warum hast du das Gefühl? Weil ich die Banklehre gemacht habe, ich habe nie Journalismus studiert, ich habe nie irgendwie ein Praktikum müssen machen. Weißt du, ich habe so das harte Erarbeiten, dass ich nachher zum Moderieren bin, auch nie gehabt. Ich habe ein Casting gemacht, zack, bumm, vom einen auf den anderen Tag bin ich Joyce-Moderatorin gewesen. Weißt du, was ich meine? Yes. Und auch dort, das war so eine Spielwiese, es war alles Learning by Doing. Also weißt, mittlerweile habe ich, glaube ich, meine 10'000 Stunden schon investiert und kann sagen, hey, ich weiß, was ich mache. Yeah. Aber irgendwie so, meine Vorstellung ist immer so, ja, man muss Journalismus studiert haben, man muss irgendwie die und die Praktika absolviert haben und dann, wenn all das gemacht hast, dann gehst du als Moderatorin, weißt du, was ich meine? Yeah. Und ich war schon viel mehr beschäftigt mit so, ich kann das auf meinem CV gar nicht nachweisen. Weißt, so, ja, das, was ich bisher gelernt habe, hat nichts mit dem zu tun. Ja, yeah, ich finde aber gerade Moderation ist so ein wunderbares Beispiel von, natürlich kann man noch ein paar Sachen lernen. Man kann ja dann noch lernen, wie, wenn du Radio machst,
lernst mit der Zeit, wie steigst du richtig irgendwie aus einem Song aus und wie kommst du denn ins Thema rein und so Sachen. Mhm. Das kann man lernen. Mhm. Aber so 90%, die Moderation ausmachen, Sachen, die die Leute immer irgendwie Personality nennen und Stimme und keine Ahnung, sympathisch sein und eine Natürlichkeit und so Sachen, das ist einfach... Geil oder nicht geil. Genau. Du hast es oder du hast es nicht. Mhm. Und das wirkt manchmal so gemein, aber zum Beispiel, wenn man selber etwas nicht erreicht, und es wirkt eben so Imposter-Syndrom-mässig, ich habe ja gar nicht dafür gemacht. Und das hatte ich auch immer gehabt, wenn ich zum Beispiel irgendwie Events moderiert habe. Mhm. Die haben mir nachher Geld gegeben. Und ich dachte, aber das ist ja voll der Schiss. Das ist ja voll verarscht. Manchmal dachte ich mir so, yeah. For real? So, okay. Ich bin einfach da angestanden und habe in ein Mikrofon geschwätzt. Ja, voll. Aber mein Vater hat ja auch lange moderiert. Und mein Vater hat mir mal erklärt, du musst verstehen, ein Großteil der Menschen hat vor zwei Sachen richtig Angst. Das erste ist sterben, und das zweite ist vor Menschen öffentlich reden. Mhm. Und eben, wenn dir das gegeben ist, dann hast du einfach schon eine gewisse Berechtigung, dass du für das Geld kriegst. Spannend, ja. Und irgendwie habe ich das schon gecheckt, aber ich verstand, dass bei mir ist das halt so das Protestantische quasi, wenn du nichts dafür gemacht hast, eigentlich so, du brauchst wie einen Leidensweg, dass du etwas kriegst, oder? Dass wenn das nicht erreicht ist, dass ich dann so denke, eben, ich hab Schiss. Und dann kommt auch so das Imposter-Syndrom. Ich glaube, bei mir war es ein bisschen speziell, als ich frisch zu Joyce bekam, habe ich ein Selbstbewusstsein gehabt, das nicht dem entsprochen hat, was ich auch konnte. Also ich habe das Gefühl, so, yeah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich voll dabei und so. Am Anfang, wenn du keine Blasse hast, hast du das Gefühl, du bist, ne? Das hatte ich wie am Anfang. Oder? Yeah. Und dann kommst du irgendwann in eine Phase rein, wo du ein gewisses Handwerk hast und lernst, so, oh, so macht man das. Und du fährst mit einem anderen Blickwinkel einfach die Sachen anschauen, halt auf einer professionelleren Ebene, wo du merkst, oh, da kannst du einfach. Und so, oh, da bin ich lieber drei gewesen. Oder, hey, da hat ja der Zuschauer gar nicht mitbekommen, auf was ich raus will. Weißt du, also gar nicht an der Hand genommen. All das Zeugs. Yeah. Dann kommt der Punkt, wo du denkst, so, ich kann gar nichts. Wo du so richtig so dunkel bist und denkst so, oh mein Gott, dass mich überhaupt jemand anstellt. So, wirklich, wie lange geht es, bis ich es merke? Und ich hoffe, das habe ich mal irgendwann in der Lehre mitbekommen, dass irgendwann so die dritte Phase kommt, wo du so ein bisschen dein Zeug gemastert hast und das Gefühl hast, so, ich weiß, was ich mache. Ich weiß wirklich, was ich mache. Und ja, das meiste, was man erlernen muss, um den Beruf richtig zu machen, erlernt. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch am Lernen. Gerade Radio mache ich noch nicht so lange. Ja. Und ich wirklich noch so überall am Schauen bin und so ein bisschen von den anderen am Lernen bin. Ein bisschen so. Ich glaube, man darf ja auch nie aufhören lehren. Also im Sinn von, wenn man das Gefühl hat, jetzt weiß ich alles, jetzt kann ich alles. You're dead. Genau. Also weißt du, dann ist fertig. Ja, ist doch so. Ja, ja, also zumindest, wenn du noch lebst, ist dann mental irgendwie, also dann gibt es ja auch keine Weiterentwicklung mehr. Weder charakterlich noch eben die Fähigkeiten noch irgendetwas. Ja, was ist der Punkt vom Leben, wenn du findest so, ich habe fertig. Yeah. Ja, dann ist fertig. Genau. Also weißt du, ja, genau. Es muss ja immer irgendwie weitergehen. Genau. Selbst wenn du denkst, hey, schau, das mit der Kamera habe ich es gesehen oder mit der Moderation habe ich es gesehen, es geht weiter. Jetzt kommt ein anderer Lebensabschnitt. Es geht ja immer weiter. Es muss ja irgendetwas passieren. Absolut. Und ich glaube, das mit dem übertriebenen Selbstbewusstsein, ich glaube, das ist bei all den Sachen, die irgendwie etwas mit Öffentlichkeit zu tun haben, ja, sicher auch in anderen Berufen, aber das weiß ich halt nicht so fest, das ist, glaube ich, auch ein normaler Teil des Prozesses. Ich glaube schon. Dass wirklich mit dem absoluten Unwissen, in dem Fall Ignorance is Bliss, bist du völlig unvoreingenommen, selbstbewusst, gehst an etwas und findest, das bin ich jetzt. Achtung. Doch nicht. Gesundheit trotzdem. Danke vielmals. Hey Schnuppe, wenn es nicht wird. Aber es ist so richtig, das ist ganz schlimm gewesen. Es ist so mega fest gekommen. Das ist gemein. Dann hat gesagt, ich habe nur mal gesagt. Und ich bin noch so nett gewesen und habe nicht vorher Gesundheit gesagt. Sonst hättest du mir jetzt Schuld gegeben, dass es nicht so kam. Nein, das mache ich nie. Sonst finde ich es so dumm. Du bist schuld, dass ich nicht niesen konnte. Hey, aber mir ist gesagt worden, du musst in Hauslicht hineinschauen, dann kannst du niesen. Das hätte ich dir vielleicht noch so sagen sollen. Schau einfach in die Lampe rein. Ich habe gemeint, dann nicht. Ah, nicht? Ja. Aha, ich habe gemeint, man sollte mal. Schau in das Licht. Aber geh nicht durchs Portal. Es passiert etwas.
Aber ich glaube nicht, dass ich nie... Ja, es geht, du kannst nur Tränen über. Ich habe eine Erleuchtung. Irgendwie, was habe ich gesagt? Irgendwie ja, mit dem Unwissen, dass man das irgendwie so angeht. Gerade gestern habe ich mit einem Kollegen geredet, der jetzt schon eine Zeit Comedy macht, aber noch nicht mega lang. So. Und irgendwie so findet, ja, ich habe jetzt das Gefühl, ich schreibe weniger und ich schreibe auch weniger gut, aber objektiv wird die Person gerade mega viel lustiger und besser auf der Bühne. Mhm. So, und ich sage, hey, aber das ist einfach nach einer gewissen Zeit kommt eben genau der Effekt. Und ich glaube, das ist in allem so. Vielleicht ist ja ein Bereich im Hirn, wo es braucht, dass du dich überschätzt, damit du überhaupt wagst. Genau. Ja. Das brauchst du am Anfang, um überhaupt zu springen. Ja, genau. Weil ja. Wenn du von Anfang an wüsstest, wie scheiße das da ist in dem Moment, wirst du ja niemals exponieren. Mhm. Also, weißt, scheiße bist du wahrscheinlich nicht, aber niemals so gut, wie du das Gefühl hast in deinem Kopf. So. Genau. Also, und eben, wahrscheinlich das, und das Selbstbewusstsein. Das hat irgendwie, genau, das Hirn sagt, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem pushen wir die mal am Anfang durch. Ja, genau. Und dann kommst du auf die Welt. Und am Anfang passiert ja auch mega viel. Das ist ja in allem so. Egal, um was es geht. Das sagen Menschen, die irgendwie Fitness machen, das sagen Menschen eben in der Berufswelt und so. Wenn du etwas anfängst, dann ist ja alles am Anfang, jede Erfahrung ist eine neue Erfahrung. Das heisst, die Hirni macht ja voll ba-ba-ba-ba, krass. Endorphine am Eskalieren. Ja, das passiert, das ist, oder? Wow, irgendwie bei Joyce, erst die bekannte Band, die kommt. Boah, zuerst mal die erste Sendung, oder? Nach dem Casting, du hast den Job. Das sind alles Firsts und das sind alles immer Dopamin-Dinger. Stimmt, bum, ja. Bum, bum, bum. Und dann so nach einem Jahr hast du nicht mehr das Höch, das du bei der ersten Sendung hast. Hast du nimm die Firsts? Und dann fährt das Hirn an und sagt, so, und jetzt, wie gehen wir jetzt weiter? Was hast du jetzt eigentlich, bist du angemacht und findest du das wirklich gut? Und dann kommt genau das, oder? Wow, super spannend. Ich glaube, du bist erst bereit, um richtig die Arbeit zu machen. Weißt du, nachdem du zuerst die Bestätigung wie bekommen hast. Ich glaube, jede Person, die auf eine Bühne geht, ob man jetzt Comedian ist, Tänzer, Sänger, whatever, will ja zuerst mal die Anerkennung von außen. Oder? Auf jeden Fall. Dass so ein bisschen ein Applaus kommt, dass man eine Rückmeldung bekommt für die Arbeit, die man macht. Oder? Und irgendwann reicht das nicht mehr. Dann willst du einfach in deinem Handwerk gut werden. Dann geht es darum, dass du besser wirst. Oder? Ja. Also rein für die Anerkennung machst du es wie nicht mehr, weil der First ist vorbei. Und irgendwann lässt wirklich, glaube ich, auch ein bisschen nachher von dem. Oder? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Weil eben dann die Sprünge auch nicht mehr so riesig sind. Von einem First zu... Ja, es wird vielleicht mehr und es wird vielleicht anders, aber ich sehe nicht ohne Grund, warum erfolgreiche Leute, wenn sie lange etwas machen, irgendwann, egal wie erfolgreich es ist, sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, kann man nachvollziehen. Hast du das Gefühl, dass du dich zu einem grossen Teil als Comedian identifizierst? Also umgekehrt gefragt, was wäre, wenn der Identifikationspunkt mal nicht mehr wäre? Ich habe gerade kürzlich hab ich das irgendwann mal gehört, wo es um Existenzängste gegangen ist. Und ich bin immer schon seit ich Comedy mache und davor hat schon, weil ich nie wirklich so einen mega, mega festen Job hatte, sondern mal hier Projekte und hier etwas, dann mal ein bisschen Radio, aber auch nur ein halbes Jahr und dann kommt ein neues Radio und dann wird es wieder anders. Und darum sind die Leute immer so ein bisschen gesehen, weißt du überhaupt, was du machst? weißt du, wie du die Geld verdienst in 2 Jahren? Und weißt so. Und die Frage von der Existenzangst ist auch immer gekommen. Und ich habe nie gehabt. Wirklich nicht. Und ich hatte schon Schulden gehabt und es ist auch schon nicht so gut gelaufen und alles. Und mir hat das irgendwie nie gross gestört. Und dann höre ich, ich weiß nicht, wo ich das jetzt gehört habe. Shit. Jetzt fühlen wir so im Schlafen, so Podcasts los, dann können wir so einzelne Fetzen. Und dann ist die Frage von der Existenzangst, dann sagt die Person, ja, aber nicht finanziell, sondern, dass ich irgendwann nicht mehr das machen kann, was ich jetzt mache. Ich glaube, es war der Joko gesehen. Der Joko? Ja. Ach, krass, ja. Ich glaube, es war der Joko gesehen. Ja. Könnte es jetzt aber nicht hundertprozentig versprechen. Aber dann habe ich so überlegt, ah,
Das heisst, ich habe fucking 500% Existenzangst. Weil ja, ich identifiziere mich so fest als Comedian. Mhm. Das ist schon immer mein Lebenstraum gesehen. Mhm. Und wo ich es dann endlich gemacht habe, habe ich gemerkt, tatsächlich. Das ist ja so ein mega schlimmer Moment, weil du denkst so, du mega lang denkst, das ist es, ich will das machen, aber du weißt ja wirklich erst, wenn du es machst. Mhm. Für mich ist es wirklich so gesehen, ich bin angekommen. Das ist meine Bestimmung. Mhm. Und dann habe ich verstanden, ich habe mega Existenzangst, weil ja, wenn ich mal das nicht könnte machen, dann war wie meine Existenz weg. Mhm. Das ist eine andere Definition von Existenzangst. Ja, genau, nicht finanzieller Natur. Genau. Mhm. Und das ist absolut so. Hast du dich schon mal gefragt, wer du bist, wenn du nicht der Comedian bist? Weißt du, es geht ja nicht nur um die äußerliche Wahrnehmung von in den Medien, hey, eben der Joel von Mutzenwecher, der Comedian, nicht das, sondern für dich. Wenn du nicht der lustige Dude bist, wenn du nicht der Comedian bist, so, wer bist du sonst? Ich find's spannend, weil ich so wie merke, ich bin privat mega wenig der Comedian. Mhm. Bist du nicht der Unterhalter am Esstisch? Schon lange nicht mehr. Nein, schon lange nicht mehr. Mhm. Weil eben, ich habe mein Outlet. Und wenn du es zum Beruf machst, dann hast du dort auch, im positiven Sinn, hast du auch ein bisschen Sättigung. Mhm. Ich muss dann einfach nicht. Also zum Beispiel der Deville, der ja per Definition eine wahnsinnige Rampensau ist. Mhm. Wahnsinnig. Mhm. Vor allem, wenn er irgendwie sonst auf der Bühne ist und nicht seine Sendung macht, gibt es kein Halten. Privat, wenn dein Ferien geht, dann pennt er. Also, weißt du? Aber das kann ich verstehen. Wenn du immer auf dem Level bist, irgendwann musst du doch auch mal chillen. Genau. So genau. Easy. Und natürlich kann das immer wieder führen kommen. Und auch bei mir. Und natürlich gibt es so Momente, wo du fühlst dich ein bisschen lustiger oder keine Ahnung was. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt gerade am Nachtessen gesehen, dann hat jemand wirklich Vollgas die Leute unterhalten. Mhm. Und ich so gedacht, mega schön. Ist das gut. Zurücklegen und genießen. Ich kauf hier hocken. Mhm. Ich werde nicht einmal etwas gefragt. Weißt du? Mhm. Alle schauen auf die Person. Mhm. Tipptopp. Ich bin super happy gesehen. So schön. Ja. Yeah. Ja. Weil es ist auch wirklich unterhaltsam gesehen. Also weißt du, es ist nicht langweilig gesehen. Ja, das, schlimm das ist ja, wenn du als Rapper los. Ich so, hey, mega. Aber bei dir ist die Imposter-Syndrom, ist das, weil eben zum Beispiel als Moderatorin identifizieren, ist natürlich etwas anderes, wie als Comedian sich identifizieren. Ja, glaube ich auch. Weil Comedy sagt mir immer, es gibt ein paar, die es mal so ausprobieren. Aber wenn du wirklich Comedy machst, dann ist es, weil du nicht anders kannst. Mhm. Also es ist fast so etwas Zwanghaftes. Mhm. Du musst Comedy machen, es geht nicht anders. Mhm. Und bei Moderation denke ich das manchmal weniger. Ich glaube, es ist, kannst du nicht so einen direkten Vergleich machen. Oder? Ich bin ja nicht eine Künstlerin in dem Sinn. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ich habe gerne mit Künstlern zu tun in meinem Beruf. Oder? Yeah. Und es geht ja nur darum, dass du neugierig bist. Ich glaube, mit der Moderatorin habe ich das Imposter-Syndrom nicht einmal so gross. Ich habe es mehr, wenn man den Faktor Journalismus reinbringt. Das ist gemein. Weißt du, was ich meine? Yeah. Wenn ich dort das Gefühl habe, so, hey, die Beiträge, die ich verlesen darf und so, das haben richtige Journalisten auf unserer Redaktion gemacht, die das kreuz und quer bestätigt haben und die Leute ausfindig gemacht haben, die wichtigen Fragen gestellt haben, die das Publikum interessiert und dann aber kondensiert und ich darf es noch erzählen. Yeah. Und wenn man mich zum Beispiel mit einem Artikel als Journalistin beschreibt, dann denke ich so, yikes, ich habe es nie studiert. Und ich weiß im Fall nicht, ich bin einfach ein neugieriger Mensch, weißt? Und ich bin immer ehrlich und ich bin möglichst sachlich, wenn es um Themen geht, wo man objektiv muss sein und möglichst warm, wenn es um einen Mensch geht. So. Aber dort habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Mühe, weißt? Weil ich das Gefühl habe, so, ich habe wieder das Studium nicht gemacht, blöd gesagt, weißt? Wo mir wie das Höckli setzt, hochoffiziell. Du bist ein Journalist. Also dort habe ich wie mehr. Das verstand ich aber auch. Weil ich finde es auch ein bisschen gemein, wenn man das dann macht. Weil das gibt es in vielen Berufsfeldern, wo man einfach eben so einen Titel drauf gibt. Ja. Und
nur mit dem Titel ist dann gleichwertig wie eben andere Menschen, die... Das ist der Punkt. Ja, wo Jahrzehnte ja. nichts anderes machen. Und die können dann schreiben. Ja. Auf einem Niveau. Weil ja, dann ja. so, wow, ich brauche ja. die 100'000 Stunden, um diesen Artikel zu schreiben, wo du in ja. 10 Minuten, bam, ja. wirklich mega interessant geschrieben hast. Und ich kann erzählen, ich kann Fragen stellen, aber für mich ist eine Journey halt schon mal etwas anderes, als das, was ich mache. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch, that's it. Und das vielleicht ein bisschen Showfaktoren. So. Neugierige Moderatorin. Ja, ja. Ja. ja, aber natürlich, das sind ja auch journalistische Elemente mhm. Dabei, aber verstand ich schon, wenn man nicht Journalismus studiert hat. Aber es ist oft mit so Titel, oder? Ja. Ich meine, das habe ich gehabt, ich habe immer so eine, ich habe immer so eine mega, ich bin immer so gefangen gesehen, wo ich so, keine Ahnung, was bin ich da gesehen? Anfang 20, da habe ich viel Theater gespielt, irgendwie so 2 bis 3 Theaterstücke im Jahr. Irgendwann noch die Kinderserie, also eine Fernsehserie vom Schweizer Fernsehen. Das heisst, per Definition habe ich mit Schauspiel mein Geld verdient. Mhm. Also du bist quasi vom Disney Channel in der Schweiz angestellt gewesen, und ist das Wunder, bist du nicht so ein Tragenkind? Das bin ich dort gesehen, das ist es. nicht alle, aber viele... wo so etwas machen, ist das die schlimme Zeit gewesen eigentlich. Mhm. Aber das ist wirklich, das sind ein paar Wochen gewesen, 3 Tage, oder? Und trotzdem ist das hauptsächlich mein Job gewesen. Und dann habe ich halt müssen sagen, wenn jemand gefragt hat, was schaffst du? Habe ich gesagt, ich bin Schauspieler. Mhm. Und dann haben sie immer gefragt, hast du das studiert? Bei welchem Theater bist du? Ja. Ja gut, eben bei einem Theater habe ich meistens gespielt, aber es ist dann so gesehen, nein, ich habe es nicht studiert, aber ich verdiene mein Geld mit dem. Mhm. Also ist es im Moment mein Job, mein Beruf. Mhm. Und dann hast du andere Leute gehabt, wo so klassisch, wenn wir beim Klischee bleiben, die haben gekellnert und sind an einer Schauspielschule und dann haben sie die Schauspielschule abgeschlossen mit so einem Abschlusskurzfilm. Und haben, sie irgendwie 10'000 Stutz dafür müssen zahlen, dass sie ja, den, und haben ja. noch keinen Rappen verdient ja. mit dem Job ja. und sagen, sie machen Schauspiel. Ja. Und ich verstand beides und bin dann immer so ein bisschen gefangen gesehen, weil ich so, eben auch so, auf der einen Seite hatte ich Imposter-Syndrom gehabt und habe gefunden, ja, aber fuck, ich kann das ja gar nicht. Mhm. Ich habe das nicht gelernt. Mhm. Ich spiele eigentlich immer mich selber. ja. ja, ja. Es, ohne Scheiß, es ist immer so ein bisschen ja. schnöselige... Mhm. bisschen lustige Anfang 20-jährige Trottel gesehen, so, oder? Das bin ich gesehen. Und das habe ich immer gespielt. Mhm. Und mit der Zeit, das sind zum Teil auch Stücke gesehen, wo dort frisch geschrieben worden sind, vom Dani von Wattenwil zum Beispiel. Und der hat eine effektive Rolle für mich geschrieben, wo einfach ich gesehen bin. Mhm. Einmal ich als Reiche, einmal ich als irgendwie, keine Ahnung, Hotel... Rezeptionist, aber es ist eigentlich immer der Joel. aber man sagt doch bei, also ich habe keine Ahnung von Schauspiel, aber man sagt doch bei Schauspiel, du bist richtig gut, wenn du nicht mehr spielst. Und das ist auch bei dir super, wenn du nicht musst spielen, sondern einfach dir hast können. Ja, aber die Range, der berühmte Range, ist sehr beschränkt. Ach. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Hättest du wahrscheinlich nicht einen Oscar dafür gewonnen, dass du dich selber gespielt hast. Also. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Ja. Nein. Mhm. Wobei Oscar ist eh nochmal etwas anderes. Weil da habe ich schon oft gedacht, Oscar kriegst du ja einfach, wenn eben du etwas ganz anderes machst als du. Ja. Es muss nicht mal so gut sein, aber ja. einfach, wenn du so lange in der Maske so hockst, genau, ja. so lange in der Maske hockst, dass man dich nicht mehr kennt, dann kriegst du einen Oscar. Ja, weißt? Ja. Aber dort ist dann eben wirklich so gesehen, ja, ich habe das nicht gelernt und ja, trotzdem verdiene ich jetzt mein Geld mit dem. Schwierig. Aber bei dir steht ja nicht Tama, SRF, Journalistin. Gott sei Dank nicht. Nee. Aber weißt du, du kennst es auch bei so Interviews, schreibt yeah. man auch so, die Journalistin, bla bla bla. Weißt du, was yeah. ich dann weiter schreibe? Und dann so, no. das stimmt nicht so. Ganz wirklich. Klar sagen. So ein bisschen diese. Ja, ja, eh. Dort habe ich es, glaube ich, so ein bisschen wie mehr gehabt. Weißt du, weil eben der Faktor noch reinkommt im Moderieren. Weil ich habe mich immer so ein bisschen mehr auf der unterhaltenden Seite gesehen. Mhm. Weißt du, ich wusste, so, ich kann unterhalten, aber sobald es so ein bisschen mehr Richtung News geht und so, dann denke ich, dort bin ich nicht. Da muss man im Fall echte Profis holen. ja, logisch. So. Ja, logisch. Beim ersten Radio, das ich geschafft habe, habe ich sogar die News lesen. Mhm.
Und die haben immer so gesagt, hey, und dann, weißt du, sieg du die, sieg die selber, sieg frech und solche Sachen. Und ich so, bei den News? Ich kann nicht 9 Minuten lang, dort nicht, aber ich kann nicht 9 Minuten lang schreckliche News von der Welt vorlesen. Mhm. Und dann einen Song abdrucken und nachher sagen, und übrigens, habt ihr gewusst? Kommt davon nicht. Ja. Aber das ist sowieso sehr speziell beim Radio. Weißt du, gerade jetzt merke ich das auch. Weißt, du hast irgendwie 3 Minuten vorher die schlimmsten Nachrichten aus der Ukraine. Yeah. Und dann, weißt du, du kannst wie nicht die ganze Nation in eine Depression stürzen, indem du nur Kriegslieder und Friedenssongs irgendwie spielst oder so. Musst du wieder wie ausholen. Und gerade am Anfang, weißt du, das gerade losgegangen ist. Ey, das ist so komisch gewesen. Das ist so komisch gewesen für dein eigenes Gefühl, wo du denkst so, hey, geht es eigentlich noch? Was machen wir hier? Weißt, so, bringen wir glückliche Beiträge oder neutrale Beiträge, die nichts mit dem zu tun hat? Und durch so einen inneren Kampf, bis du mal selber eine Haltung entwickelst und selber mal denkst, okay, ja, hey. Also weißt, so, das ist ein rechter Prozess gewesen. Das ist schon speziell beim Radio, weil du halt nicht eine Sendung hast, weißt, wo eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder eine Stunde geht, sondern es sind mehrere Stunden, die am Stück sind. Und du, in diesen Stunden passiert so viel. Genau, wo du begleitest. Yeah. Wo du begleitest. Mhm. Und das ist so, schon ein spezieller Drive, sag ich jetzt mal, von Super Serious zu Türlö, Frühlingsputz, weißt, und irgendwie, hey, der Comedy-Preis. Und also weißt du, das sind so... Nichts gegen den Comedy-Preis, nein. Ist super, ich habe gestern gerade einen gelassen. Nein, logisch. Aber ja, und ich glaube, also das ist ja auch für viele Medien ist das auch extrem schwer, so den richtigen Zugang und das richtige Maß zu finden. Oder? Weil gewisse Leute... wenn, keine Ahnung, eine Sendung, also eben Radio ist nochmal spezieller, wie du sagst, weil es begleitet, aber gewisse Leute wollen eine Late-Night-Show schauen, zum unterhalten werden. Ja, voll. Und abschalten und Alltagssorgen vergessen. Und andere wollen an eine Comedy-Show gehen und wollen aber hören, was an dem Tag alles passiert ist und so weiter und so fort. Also, das sind die Leute sehr unterschiedlich. Das sind mega. Und eben, jemand will zum Beispiel Radio hören für Musik. Und wenn geschwätzt wird, wollen sie nicht Ukraine hören. Und andere finden, das ist mega wichtig. Man muss darüber reden. Man muss darüber reden, man muss mehr Infos haben, man muss irgendwie hören, wie man kann helfen kann und so. Und ich glaube, Leute, die es machen, sind zum Teil dann auch sicher auch überfordert. Ja, voll. Weil, jetzt habe ich mir gedacht, bei Corona schon, es wird dann sehr schnell, sehr gern, nicht nur im Bund, sondern allen Menschen vorgeworfen, dort hat man schlecht reagiert, dort ist man scheiße damit umgegangen. Mhm. Man hat es nicht gewusst vorher. Ja, voll. Man hat nicht können einen Plan machen. Wenn innerhalb von wenigen Wochen weltweite Pandemie losgeht, ja, klar. Was man denn genau macht. Man kann gewisse Sachen vorplanen und bei anderen ist es wirklich ein situatives Entscheiden. Man muss schauen. Ja, logisch. Und das Gleiche ist gesehen beim Radio. Dort habe ich auch noch beim Radio geschafft. Und danach kommen natürlich immer wieder Mails so, nachdem Menschen mega lang haben müssen zusammensitzen, um besprechen, was ist genau eben das, was man will kommunizieren. Oder? Weil am Anfang hat es dann sehr schnell auch können sie in diesem Lockdown man kommuniziert quasi, die Welt geht unter. Weißt du? Und das ist eigentlich auch nicht das, was man will kommunizieren oder sollte kommunizieren. Sondern nein, jetzt sind wir mal da und wir schaffen es, und dann müssen wir das auch so machen. Und ich nehme an, es ist das Gleiche. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe niemanden beneiden. Ich sage es auf einer professionellen Ebene, wo das losgegangen ist. Muss ich sagen, ich bin egoistisch gesehen, sehr froh, muss ich nicht Radio machen in dem Moment. Ja, dann, wo Corona ausgebrochen ist, bin ich zum Glück noch nicht da gewesen. Ich hatte einen riesen Respekt vor diesem Thema gehabt. Aber was wir jetzt zum Beispiel bei der Ukraine gemacht haben, was ich sehr schön gefunden habe, ist einfach das Offenlegen. Mit so, hey, die Leute gehen unterschiedlich mit dieser Situation um. Oder es ist eigentlich, gestern ist darum gegangen, es gibt auf der einen Seite die schrecklichen Bilder, die man muss zeigen, die das Dokument sind von Krieg. Oder? Damit Menschen mitbekommen, was wirklich passiert. Und da finden die einen, hey, da muss man hinschauen. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, hey, ich kann es im Fall nicht mehr haben, es macht mich psychisch fertig, ich bin am Ende, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr anschauen. Und da hat man einfach die Leute zu Wort lassen.
Und yeah. noch einen Chefredakteur geholt, der sagt, hey, wieso man als Medienhaus muss solche Bilder zeigen, oder? Und ich denke einfach so, schon aufzeigen, dass wir es auch nicht so hundertprozentig genau wissen, was das richtige Maß ist. Yeah. Und man so ein bisschen den Pulse-Gate spüren bei den Leuten. Ich glaube, das ist mega schön, was früher immer so als, weißt du, so das autoritäre, grosse Medium, das sagt, so läuft es, oder? Yeah, yeah. Und heute ist es schon viel mehr ein Austausch mit so, hey, wie seht ihr das? Was denkt ihr? Oder? Yeah. So, diese Haltung finde ich schön. Weißt du, wenn man mit den Leuten im Dialog ist, als nur hey, einseitiger Kanal, der raussendet, so ist es. Oder? Mhm. Das finde ich schon noch schön. Und ich glaube, das ist so ein guter Weg, wenn man gerade unsicher ist. Ich glaube, die Menschen haben das gerne, wenn man ehrlich ist. Und ich habe es noch nie verloren, wenn ich gesagt habe, so, im Fall, ich mache jetzt mit euch in den nächsten 2 Stunden ein Game. Yeah. Und es fühlt sich für mich völlig komisch an, bin ich ganz ehrlich. Yeah. Aber ich finde, ihr habt im Fall auch ein bisschen Glück im Alltag verdient. Yeah. Schnell abschalten, schnell ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Dann gibt es dann wieder die Nachrichten, die da up-to-date werden. Mhm. Weißt du, so ein bisschen so, wenn du ehrlich bist, geht es eigentlich immer. Egal, welches Horrorthema du hast. So. Ich glaube auch, vor allem, weil, wie du auch sagst, die Haltung von «Wir sind so» und sagen, wie es läuft, die ist ja gar nicht möglich, weil ich denke mir immer, der journalistische Auftrag hat sich ja ein Stück weit geändert. Mhm. Weil früher ist es so gewesen, eben man muss entscheiden, was zeigt man, in welchem Ausmaß. Und heutzutage ist das alles verfügbar. Und es geht überall 10 Sekunden. Mhm. Und es ist eigentlich mittlerweile mehr jede einzelne und jeder einzelne Bürger, der dann muss selber entscheiden muss, will ich da draufklicken, will ich das sehen oder nicht. Wo diese Push-Nachricht auf meinem Handy haben, die mich überfluten. Ja. Genau, verfügbar ist es sowieso. Mhm. Das heisst, für mich ist dann der journalistische Auftrag ein bisschen anderer, im Gegensatz zu früher. Mhm. Einfach, wir zeigen das oder wir zeigen das nicht. Mhm. Wir entscheiden. Mhm. Ist es jetzt mehr, hey, es ist eh rum. Eben, der Auftrag ist jetzt mehr. Wie ist der Umgang damit? Wie gehen wir damit um? Mhm. Ich glaube, das hat sich extrem geändert. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Gewinn, finde ich. Weißt du, durch das, dass du... Ja. Also, weißt, als Konsument bist du natürlich überflutet, je nachdem. Yeah. Oder wenn du Push-Benachrichtigungen auf dem Handy eingestellt hast und nonstop Nachrichten hörst und überall, wo du scrollst, siehst du so Sachen. Das ist ein Nachteil. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ich will es gefiltert haben, ich will nur das. Oder? Ich sehe aber eben dort einen wahnsinnig schwierig das Maß zu finden. Mm. Wir reden jetzt darüber und wir haben uns aber den einen oder anderen Gedanken darüber gemacht, weil man hat auch beruflich damit zu tun und so. Mhm. Aber mir tut es dann immer ein bisschen leid für Menschen, die sich nicht so viel Gedanken machen, weil sie auch nicht müssen. Mhm. Und dann stehen sie, keine Ahnung, am Mittwoch um 7 Uhr morgens auf und dann, bumm, haben sie so Bilder drin, die eben ihnen vielleicht gar nicht so gut tun. Mhm. Und ich sehe dort irgendwie... sehe ich zum Teil eine Schwierigkeit, die Selbstzensur zu betreiben. Das ist viel schwieriger als früher. Und dort, denke ich, braucht es eben Medienbegleitung auch. Ja, voll. Oder? Ich glaube, der Umgang mit den neuen Medien ist ja auch etwas, wo extrem viel Verantwortung beim Konsument gelandet ist. Oder? Richtig, das meine ich. Und die Verantwortung, die will ich gar nicht so viel... zumuten. Yeah. Ja, ich verstehe das, weil ich habe gemerkt, ich selber habe auch kleine, also jetzt mal weg von den Nachrichten, mit Social Media zum Beispiel, habe ich einen recht ungesunden Umgang gehabt. Ich habe es am Anfang immer begründet, ist halt Teil von meinem Job. Ja, Classic. Oder? Yeah. Der Classic. Ich muss halt auch präsent sein. Ja, sonst wäre ich gar nicht drauf. Genau, aber ich habe noch nie einen Auftrag bekommen, weil ich auf Instagram war. Also weißt du, let's face it. So, was bilde ich mir da eigentlich ein? Weißt du, es ist eine Marketing-Plattform in dem Sinn, wo du kannst sagen, hey, ich bin bei einem Podcast gewesen oder was auch immer. Mhm. Aber Filme ist es dann auch nicht, weißt du. Yeah. Und ich habe gemerkt, also, hey, ich kann meinen Tag nicht mehr bestreiten, ohne dass ich 100 Stunden auf Instagram wie ein Zombie am Scrollen bin. Mhm. Und ich habe es wirklich vor 1,5 Monaten oder so, das erste Mal, seit Jahren von meinem Handy gelöscht, die App. Also den Account habe ich noch, aber gelöscht. Mhm. Und ich habe gemerkt, so, wow, ich habe so viel Zeit. Yeah. Unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Es ist ja viel gesagt, ich mache hier Digital Detox und immer so, ja, bla, bla, ist gut, niemand interessiert, es geht einfach. Mhm. So. Aber wenn du mal nicht täglich, der erste Gedanke, den du hast, mal schauen, was für Memes drauf sind. Yeah, yeah. Und beim Schlafen nicht. Und, yeah, yeah. Also weißt,
also wirklich ganz peinlich. Aber ja, vorher zwischendurch nicht einmal aufs WC können gehen, ohne dass ich auf Instagram scrolle. Das ist einfach so... Hure dämlich. Und mir das selber beizubringen mit so, hey, es ist im Fall okay, wenn es löscht ist und einmal am Tag auf dem Webbrowser schnell gehst du schauen, was läuft und merkst, nichts verpasst. Genau. Also weißt du, bis du mal gelernt hast, die Selbstzensur. Voll. Das ist gar nicht mal so einfach. Weil du, das macht ja auch süchtig. Absolut. Ich meine, es ist ja auf das konzipiert. Mhm. Und das ist aber ganz viel. Mhm. Und das meine ich, das ist die große Gefahr heutzutage. Ah. Weil früher hast du wirklich einfach gesagt, das ist die News-Sendung von diesem Kanal. Mhm. Und da wird entschieden, das zeigen wir und das zeigen wir und wir reden über das. Mhm. Und das hat zum Teil ein bisschen, sicher nicht auch nur eine gesunde Monopolstellung und eben so eine Entscheidungskraft. Aber genau für das haben die dann eben den Titel Journalistin, Journalist. Effektiv, sie haben jahrelang gelernt, das richtig zu machen. Mhm. Oder? Und jetzt sind im abwertenden Sinn, extra gesagt, sind alle Journalistinnen und Journalisten. Weil, Es wird einfach, da hast du die riesen Müllhalde und schau selber durch. Mhm. Und eben so viel Verantwortung für gewisse Sachen bei Konsumenten ist super gefährlich, meiner Meinung nach. Ich verstehe, was du meinst. Durch die neuen Medien hast du eine Demokratisierung, wo relativ schnell jeder mal eine gewisse Plattform bekommt, sage ich jetzt mal. Mhm. Wo du früher, sage ich jetzt mal, vor 20, 30 Jahren, mit Recht, wo du hast müssen, einen Wettbewerb gewinnen, quasi, damit du zu einer Position kommst, wo du dich hast dürfen exponieren, sage ich jetzt mal. Und das Schöne ist, eben mehr Leute bekommen Plattformen über und das ist genau aber auch das Schlechte, weil einfach auch die nichts können, dürfen sich relativ gleich mal betiteln mit was auch immer. Ja, und genau, die Ausschilderung vor allem ist ja dann eine andere. Also weißt du, wenn ich früher eine Zeitung gelesen habe, ich habe früher mega viel Zeitung gelesen. 20 Minuten gratis Zeitung. Wenn ich früher meine Pfeife anzünden habe, im Kaffee mit deiner Lesebrille im Kaffee an der Ecke und dann auf so einem Holzstab die Zeitung ausgewickelt habe, nachdem ich meinen Hut an die Wand da habe. Nachdem du noch deine Zigarette in der einen Hand gehabt hast. Nein, eben Pfeife. Kaffee. Ich habe Pfeife. Ah, Pfeife ist die Pfeife. Ja, natürlich. Nein, aber trotzdem, vorhin hast du in einer Zeitung, ist klar ausgeschildert gesehen, also ist ja eigentlich immer noch so, es gibt einfach keine Zeitungen mehr, aber du hast keine News und dann hast du zum Beispiel hier Kolumne, und dann hast du hier einen Kommentar und das ist alles klar definiert gesehen. Ich weiß, was du so willst. Das heißt, eben Persönlichkeit XY gibt einen Kommentar zu dem. Das ist meine Meinung. Und heute sind oft Meinungen plötzlich Nachrichten. Alles! Heute ist alles zusammen. Es ist irgendwie, ich sage in der Kamera, was ich dazu meine, nachdem ich so ein bisschen gesagt habe. Ich finde es ja mega geil, dass John Oliver und andere Late-Night-Shows, dass das für Leute News-Quelle Nummer 1 ist. Weil sie sonst nicht wirklich News schauen und dort gibt's, ja, warte jetzt. Und dort gibt's Info und nachher gibt's den Joke drüber. Yeah. Aber kannst du immer separieren, was ist jetzt genau die Info, was ist wirklich genau der Joke? Dort ist auch eigentlich alle sehr, sehr politisch mit einer sehr klaren politischen Haltung. Genau. Das heisst, die News können dann auch schon ein bisschen in der Haltung gefärbt sein. Mhm. Und durch das auch schon nicht mehr ganz neutral. Das Gleiche mit Medienhäusern, dort fängt es eben dann schon an, oder? Ja, ich glaube, heute sieht man relativ schnell, dass alle irgendwo durch ein Bias sind und dass es nicht alles so nüchtern ist, wie man sich die News wünscht. Und ich glaube, früher hat es die Färbungen doch auch schon mit diesen Zeitungshäusern. Weißt, vielleicht ist es nicht ganz so extrem, aber heute ist es so ersichtlich. Jeder checkt es. In Amerika ist es Ich glaube aber nicht, jeder checkt es. Nein. Weil eben gerade in Amerika, wenn sie nur CNN schauen, dann sind sie eher liberal, dann sind sie Super-Wokeism hoch 100. Und Fox News ist dann das Gegenstück, oder? Genau, und Fox News ist dann eins vor Nazi. Ich sag's jetzt extra so, weil das ist das, was sie ja gegenseitig behaupten. Ja. Und es gibt durch das ja kein Middle Ground mehr. Und ja.
Ja. Und wenn Menschen nur das eine schauen, dann ist das so klar auch die gefärbte Meinung. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Okay, gut, du hast so ein bisschen die Late-Night-Show, sage ich jetzt mal, wo noch satirisch sind, oder? Und dort hast du hoffentlich das Verständnis, das ist eine lustige Sendung, die vor allem Witze sucht und nicht Fakten sucht, nur, weißt du, so. Das hat man hoffentlich das Verständnis dafür. Jetzt nur schnell, es wird ja dann zum Teil aber gleich als das dargestellt. Mhm. Also John Oliver ist eben auch wehrt sich immer, dass man es Journalist nennt, aber sie bauen es natürlich auf mit absolut Fakten ja, und dann wieder ein Joke drüber. Ja, klar. Aber es wird auch da mal ein Fakt ausgelassen, es wird auch da mal etwas nicht erwähnt, weil es eben das Narrativ von dieser Comedy-Show nicht ganz unterstützt. Also ich schub, sorry, ich habe dich unterbrochen. Macht nichts, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich wohl erzählen? Ja, nein. Ja, dass die Leute hoffentlich checken, dass das satirisch aufbereitet ist. Ja, voll. Und darum dann gibt es noch ein anderes Medium, habe ich sagen. Oh Gott, ich komme nicht mehr drauf. News. Und jetzt machen wir einen Break. Können wir das Protokoll lesen, Christoph? Lass wieder auf Wikipedia, keine Ahnung, wo wir sind. Ich muss ja vorausahnen, was ich als nächstes behandelt. Shit, ich habe dich wirklich unterbrochen. Mach gar nicht, ja, John Oliver, bla bla, alle. Weiß doch auch nicht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, also das, eben, Konsumenten, wenn sie das schauen, checken sie hoffentlich, dass es Satiren ist. I hope so. Yeah. Ja, es sollte einfach nicht deine Quelle sein, um Nachrichten zu konsumieren. Es sollte deine Quelle sein, um unterhalten werden. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Mit einer Prise Nachricht drin und nicht umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Yeah. Nicht, man das als Nachrichten versteht mit so, hey, du bist journalistisch, aber noch lustig. Weißt du nicht, dass man es so ja, versteht? Ja, aber so wird es eben verstanden. Ja, das ist schwierig. So wird es verstanden. Ja. Und du hast sagen, Frieden hat es vielleicht nicht genauso gemerkt. Und genau, aber auch Zeitungen, weißt, wo gewisse Politiker besitzen oder so, also kannst man nicht sagen, dass es keine Färbung drin hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das spürst du halt schon auch. Und ich glaube, die Leute erkennen glaube schon mehr, dass hinter jeder Plattform auch noch ein bisschen Quellen anschauen muss, blöd gesagt, hey, okay, von welchem Ecke her kommt es? Weißt du, so ein bisschen. Oder vielleicht ist es nur mein Denken, weil ich in diesem Bereich am Arbeiten bin. Ich glaube eben schon. Ja. Wirklich, weil... Ah, jetzt weiß ich, was ich auch sagen wollte. Es ist mir in Sinn gekommen. Facebook! Ja. Ist mir in Sinn gekommen. Weißt du, okay, Late-Night-Shows, bringen immerhin noch ein paar Fakten. Und du weißt so ein bisschen, okay, links oder rechts orientiert, bla bla bla, kein Middle Ground in Amerika. Weißt du es immerhin. Aber ganz gefährlich ist ja Facebook, wo die als Person profiled, also das Profil erstellt und nachher dir maßgeschneiderte Infos gibt, die du sowieso willst hören willst. Also das untermauert, was du sowieso anscheinend denkst. Weißt du, was ich meine? Dort finde ich es ganz schlimm, wo ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, nicht begreifen, dass sie das bekommen, was sie wollen sehen. Oder wo man glaubt, dass sie es wollen sehen. Oder man tut sie entsprechend beeinflussen, dass sie das sehen sollen. Yeah. Also weißt du, mit den Algorithmen, das finde ich recht gefährlich. Ich glaube, da sind wir ja schon out, wenn wir Facebook als Referenz nehmen, weil ich hasse nicht, aber Telegram. Ich hasse auch nicht mehr, aber Telegram ist ja anscheinend so jenseits, wo einfach du eben folgst genau deiner Gruppe, wo du willst und danach geht es ab. Ja. Keine Ahnung. Ich alle Verschwörungstheoretiker machen sich ja dort bequem, scheint es. Ja. Ich war selber noch nie auf Telegram gewesen, wegen dem kann ich jetzt nicht genau sagen, was die Inhalte sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass dort ein Riesenpotenzial rum ist. Ja, und ich glaube eben darum, dort wird doch nicht nach Fakten gecheckt. Und ich glaube aber auch im normalen Leben nicht. Oder Quellen gecheckt. Ja, ich würde sagen, vielleicht sind wir ja Wesen, die gar nicht wissen wollen, sondern viel mehr fühlen wollen. Ja, absolut. Und dort, wo wir uns wohlfühlen, in diesem Denkmuster oder dort, wo wir sie entsprechend erzogen wurden oder wo ich am meisten Zustimmung bekomme, dort fühle ich mich wohl. Aber sicher. Und vor allem... Es ist so gefährlich! Das ist ja genau dort, wo ich eben die Gefahr sehe. Ja. Weil jetzt könnten du und ich jetzt über irgendetwas streiten. Egal was. Einfach, wir reden jetzt, ist Glas nachhaltig oder nicht? So, und du sagst, es ist mega nachhaltig. Und ich sage, es ist schlimmer als Plastik. Du kannst googlen, ich kann googlen. Beide werden Zustimmung finden. Ja, und wir werden beide unsere Meinung komplett unterstützt kriegen. Wahrscheinlich sogar noch mit einer Studie. Ziemlich sicher eine Studie, Wo die eine Studie sagt, ja,
weil sie haben fünfmal haben sie Glas mit Plastik in den Abfall da und sie haben gemerkt, das Glas, also whatever, oder? Ja, und ja, ich finde die andere Studie und bla bla. Ich würde gerne aus einem Tontopf weiter trinken. Nein, aber das, ja, das ist schon so. Und darum glaube ich auch, wenn du eine Meinung zu etwas gebildet hast, wieso auch immer, ob das triggert ist, ob das aus irgendeinem anderen Grund ist, ob das wegen deinem Umfeld ist, es wird ja dann nicht deine Meinung ändern, nur weil die Quelle nicht so sicher ist wie die. Und ich meine, das habe ich schon gemerkt, und ich rede jetzt überhaupt nicht von Impfen oder was weiß ich, aber wo Covid ganz neu war, schickt mir meine damalige Freundin schickt mir so eine SMS weiter, so eine WhatsApp weitergeleitet, wo irgendwie, so kannst du testen, ob du Covid hast. Und irgendwie, du musst so tief einschnaufen und da, und dann weisst du es, oder? Und sie hat es irgendwie von ihrem Chef gekriegt, glaube ich, und eben ich so, nicht Journalist, aber ich so, nur kurz, wo ist das effektiv gestanden? Hast du einen Link dazu? Lalala. Und sie hat gerade so, ah, fuck, shit. So wie die Rikeit. Einfach für eine Millisekunde an diesem Tag nicht überlegt. Und so gefunden, oh, shit. Ja klar, mein Chef schickt es mir. Ich würde sagen, es ist ja die Vertrauensebene. Genau, vertrauenswürdige Person. Genau. Schickt es mir, okay. Ja. Aber es ist eine Millisekunde gegangen. Und nachher gerade so besonnen, ah ja, logisch. Ah, ja, ja, fuck, klar. Oder? Ja. Ich habe auch schon so Sachen weitergeleitet bekommen, wo es auch um Corona dann ist gegangen, von jemandem, der mir sehr nahe steht. Und dann habe ich gesagt, eben genau wie du, so, wo hast du das genau her? Yeah. Weißt, so, und dann habe ich wirklich einmal nur den Link pasten, copy-paste, und du hast gesagt, es ist so eine Verschwörungsseite von Russland. Weißt, so. Und dann so, also, come on. Weißt, so, yeah, so basic Sachen, die so schnell kannst überprüfen, wo du weißt, dann irgendwie ein bisschen fishy. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich glaube, überschätze durch das, dass wir in diesem Berufsfeld sind, wo man das ganz natürlich macht, was dazugehört. Hundertprozentig. So. Hundertprozentig. Ja. Weil man hat ja dann auch mit viel so Menschen zu tun, wo auch so... du bist in einer Bubble, oder? Genau, arbeiten und sehen und denken. Ja, voll. Und durch die Comedy komme ich zum Teil an Leute, wo ich weiss, würde ich sonst nie irgendwie etwas mit ihnen zu tun haben. Das habe ich so spannend gefunden, wo ich an der Aushebung bin. Verzeih. Das ist richtig krass. Einfach, wo ich an der Aushebung bin, habe ich mal gemerkt, wie fest alle Menschen in einer Bubble leben. Und das ist vor 20 Jahren her. Ja, ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich, weil an einer Aushebung sind oft alle Männer ab, ich weiß nicht, was es ist, 18, irgendwie so. Oft, ja. Vermutlich, ja. Und zwar durchs Band durch. An der Aushebung müssen sie alle. Nachher wird entschieden, ob sie ins Militär müssen oder nicht. Aber dort kommen oft alle Männer in diesem Alter, ja, von 18 bis 21 oder was sie auch immer sind. Dann siehst du mal die ganze Bandbreite. Ja, und dann siehst du alle. So, und dann bist du irgendwie vor dem Sporttest, bist zusammen in einer Garderobe und dann merkst du, ah, du bist ein völlig anderer Mensch als du und ein völlig anderer Mensch als ich. Und das hört nicht auf. Aber den habe ich noch nie, nicht mal so einen Typ jemals gesehen. Und so einen Typ habe ich auch noch nie gesehen. Weil, was mache ich in Basel? Ich gehe immer in das Restaurant, ich habe die Kollegen. Also weißt, du bist immer in deinem Kreis halt. Genau, ja. Genau. Und durch die Comedy merke ich natürlich schon, weil Comedy halt so etwas ist, wo irgendwie verschiedene Leute kann zusammenbringen kann, wo irgendwie jetzt gerade Bock haben zu lachen. Das ist jetzt noch nicht so etwas mega Politisches und noch nicht etwas mega Gesellschaftliches unterscheidendes, sondern es ist etwas sehr Vereinendes eigentlich. Und danach merkst du auch dort, wie eben unterschiedlich Menschen sind, wie sie komplett andere Denkweisen haben, wegen dem sicher nicht ein schlechterer oder ein besserer Mensch sind, sind oft anders. Und das öffnet mir zum Glück mega oft so, immer so wieder ein bisschen die Augen. Oder? Meine Freundin kommt ab und zu mit an Auftritt und dann sind wir halt wirklich an einem Ort, wo sie noch nie gesehen ist und ich vielleicht das zweite Mal, weil ich habe schon mal da gespielt, vielleicht das erste Mal. Und dann bist du wirklich so, ah, das ist die Schweiz. Also weißt du, nur weil du irgendwie beim Helvetia-Platz in ein cooles Restaurant gehst, essen und dort mit ein paar Leuten schwätzt, hast du keine Ahnung, wie sonst die Schweiz ist. Und du
kriegst dann wieder so volle Kanne, kriegst so eben verschiedene Typen, verschiedene Ansichten, kriegst einfach so. Joel, du bist ein reicher Mensch. Eine Erfahrung. Du hast einen Reichtum an Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Schweiz. Das ist mega beneidenswert. Das ist so schön. Weil die meisten verkehren, bleiben immer in ihrer Stadt. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Mehr oder weniger. Und, und gehen nicht gross außerhalb von dort schauen. Und du bist wirklich, weißt du, ich habe immerhin noch den Kanal durchs Radio zu den Leuten, die anrufen. Aber das ist also du bist vor Ort mit den Leuten, ihrer Lieblingsbaits von Ort XY. Weißt du, was ich meine? Yeah. Wo du sonst wie nicht hergehst. Und du gehst dort besuchen und bist mit ihnen im direkten Kontakt. Das ist schon etwas Schönes. Voll, aber ich habe das auch lernen. Ich gebe mir das jetzt auch mehr. Also, weißt du, vor allem, wenn meine Freundin noch mitkommt, dann gehen wir wirklich so, wenn ich nicht spiele, dann fahren wir noch dort und dort an. Mhm. Und keine Ahnung, ich habe mich nicht vorher informiert und ich weiß nicht, was jetzt der volle Touri-Spot wäre, sondern ich sehe irgendwie, dort hat es so etwas wie einen See. Komm mal, geh mal. Mhm. Und dann fahrst du auch einfach mal durch andere eben, Gebiete und dann hat es so, schau, da hat es ein Restaurant. Wollen wir schnell etwas essen? Schnell zum Mittagessen? Okay, why not? Und dann hockst du dort und findest so, ja, yeah, das ist eine andere Welt. Und es ist wie, es ist das gleiche Land. Ja, voll. Und das stimmt schon, was du sagst. Mhm. Aber, ich meine, du kommst schon von Langenthal, oder? Mhm. Hast du gewusst, es wird behauptet, ich habe keine Quelle direkt, ich habe nur Leute von Langenthal. Mhm. Dass Langenthal ja anscheinend in einem Querschnitt die Schweiz repräsentiert. Es war mal vor langem so. Ist nicht mehr so? Es ist mittlerweile, stimmt, das scheint es nicht mehr. Habe ich auch eine Kollegin gefragt, die auf der Gemeinde arbeitet. Ja. Und ich gefragt habe, so, hey, stimmt das eigentlich, dass wir die Durchschnittsstadt sind? Und dann habe ich gesagt, das ist im Fall statistisch schon lange nicht mehr richtig. Aber hat man auch das geholt? Also man hat in der Migros bei uns einen Produkttest gemacht. Testet, gell? Dass in der ganzen Schweiz funktioniert, scheint es. Ja, genau. Yeah. Das ist so ein bisschen die Legende, die ich auch schon gehört habe. Was heißt schon lange nicht mehr? 50 Jahre nicht mehr? 10 Jahre nicht mehr? Oh, das weiß ich nicht. Jetzt, bin ich ein bisschen befragt. Also ich würde schätzen, irgendwie um die 20 Jahre nicht mehr oder so. Aber das heisst, du hast noch ein bisschen miterlebt? Vermutlich, ja. So, du warst mega durchschnittlich unterwegs. Du hast ja, jetzt alle Typen... Ich bin ja die Durchschnittsschweizerin. du hast für die Statistik beitragen. Ja, genau, um ein bisschen auszubalancen. Ja, genau. Also, ich empfinde Langenthal schon als ziemlich normal in dem Sinn oder als durchschnittlich. Also, weißt du, ich habe nicht das Gefühl, es ist eine Metropole oder ein Kaff oder so. Es ist schon irgendetwas dazwischen. Voll. In dem Sinn fühlt es sich für mich schon normal an. Voll. Also, ich finde Langenthal super faszinierend. Wegen? Ja, weil eben es ist etwas völlig anderes wie eine Stadt, ja, aber es ist auch nicht, es hat ja gleich... also statistisch sind wir eine Stadt, nur so. Ich weiß, aber es ist für mich nicht Basel oder Zürich. Nein, natürlich nicht. Oder Bern. Ja, genau. Luzern habe ich dann eben schon weniger als eine Stadt empfunden. Weniger als Bern? Ja. Okay, spannend. Yeah. Aber es ist wahrscheinlich auch, hey, nicht mehr, wo das Bundeshaus ist, das ist auf der Stadt. Mhm. Also, weißt du? Und irgendwie Luzern ist so, wir haben einen See und es hat ein bisschen Touri-Zeugs, aber abgesehen von dem. Wirkt es nicht so mega gross. Nein, es hat aber Bern ist schon ein grosses Dorf, weißt du? Schon schön. Schon klar. Also, sind wir ehrlich, in der Schweiz, wie viele Städte haben wir? Weißt du, nebst irgendwie Zürich und Genf, fühlt sich alles wie ein grosses Dorf für mich an. Weißt du, es hat überall so einen Kern, finde ich auch. Wo sich die Leute so sich gerne bewegen. Aber sobald du mal so ins Land gehst, merkst du so, yeah, we cute. Ja, Monsieur ist da, ja, voll lange. Ja, ja. Aber auch in dem Punkt finde ich sogar Zürich noch, denke ich. Ja, es ist per Definition eine Stadt. Eine kleine Stadt. Mhm. Aber es ist ja auch noch keine Großstadt. Ja, aber. Weil eine Großstadt besteht ja aus irgendwie 17 kleinen Städten, wo Menschen sich hauptsächlich in ihrem Quartier aufhalten. Es müssen mehr als eine Million sein, um von einer richtigen Stadt, also einer Metropole zu so London, Paris. So. Yeah. Ja, klar, wenn du in London irgendwie im einen Ecke wohnst, hast du eine Stunde, bis du mal im nächsten Quartier bist. Dann machst du nichts anderes, als in diesem Ecke dich bewegen. Ja, logisch. Und höchstens pendelst zur Arbeit, aber dann machst du nichts anderes als eine Stunde im Tube hocken zum Arbeitsplatz und dann wieder zurück. Genau, aber jetzt zurück zu Langenthal. Was fasziniert dich an unserem Städtli? Ich meine, für mich ist es daheim. Ich liebe es, weil meine Leute dort sind. Vielleicht auch, weil ich die Durchschnittsinfo hatte, ich habe so gefunden, das ist die Schweiz. Schon. Ohne Scheiß. Für mich ist halt so, es hat alles. Mhm.
Es hat alles, aber es ist trotzdem klein. Und irgendwie, es hat schöne Ecken, es hat super grusige Ecken. Es ist so für mich, es ist für mich wirklich, ja, es klingt so blöd. Durchschnitt kann man nicht mehr sagen, aber du repräsentative. Siehst, du siehst schon warum. Und irgendwie so ein bisschen Land drumherum, wo zum Teil ein bisschen trist ist, ein bisschen Industrie, dann aber gleich wieder Bauernfelder. Es stimmt schon. Kriegst schon recht viel, wenn du mal in langen Tag gesehen bist. Yeah, ich komme vorbei. 49, no, no, bra, bra. Ah. Ja, aber weißt du, sogar jetzt Langenthal, ich bewege mich auch immer noch so an diesen 3-4 Eckpunkten, die ich kenne. Ja. Wenn ich gerade bei Freunden daheim bin oder sie bei mir, also okay, meine Eltern daheim sind. Deine Eltern wohnen noch in Langenthal? Ja, voll. Ja. Ja, voll. Ich bin auch fast jedes Wochenende daheim bei ihnen. Und so. Also mein Kinderzimmer steht noch. Also wirklich? Ich bin sehr tight mit Langenthal. Ja, ja, ja. Und Scheiß. Du kannst aus Langenthal raus, aber Langenthal nie aus dir, verstehst du? Ja, ja, klar. Und es bleibt schon so. Ja. Ja, ja, aber sagst du, wenn du jetzt nicht mit mir würdest reden, würdest du dann auch Langenthal sagen, oder sagst du Langenthal? Wow! Eigentlich weißt du ja Langenthal, aber ich glaube, ich sage schon seit langem Langenthal. Okay. Ich weiß nicht wieso, weil ich das Gefühl habe, die anderen verstehen mich nicht. Ja. Yeah. Ich glaube, es ist mehr das. Das mache ich mit dem Baseldeutsch, wenn ich mit jemandem schreibe, der nicht von Basel ist, dann merke ich auch, wenn ich so einzelne Wörter... Ja, so anpasst ist, damit es verständlich für alle ist, oder? So ein bisschen abschwächt. Ja. Weil weißt, wir haben eh schon Mühe, viele Leute verwechseln uns mit Langnau. Ah, oh, der von Emmental. So, nicht ganz. Also in der Nähe, aber nicht ganz. Also, ja. Nein, Langenthal ist voll... Oberaargau. Was ich auch super faszinierend finde. Dass wir im Kanton Bern sind, aber im Oberaargau wohnen und einen Dialekt haben, der so eine Mischung ist von Solothurn und Bern. So genau. Wenn ich das Menschen sage, die nichts mit dem zu tun haben, ich sage immer, es gibt Oberaargau im Kanton Bern. Dann sind sie oft so, what? Und dort merke ich auch, das ist, weil ich wegen meinem Job. Ja, weil du unterwegs bist. Sonst wäre ich wär noch nie in Langenthal gesehen. Mhm. Wo ist dein Auftritt gehabt in Langenthal? Old Capitol. Ah, im Capitol, ja. Dort haben wir zwei Jahre lang haben wir Mixed Shows gemacht. Mhm. Und eben Solo ist dort. Viel, der Zuko spielt im Old Capitol, Rob Spence, Helga Schneider ist, glaube ich, im Stadttheater. Mhm. Und ich glaube, Johnny macht Lesungen dort, eben ich spiele dort Solo. Hey, wir sind ja hure fett unterwegs, lange Daumen eskalieren. Yeah. Hast du gewusst, dass das Old Capitol früher ein Kino war? I know. Mhm. Und dann haben sie mega lang gebraucht, bis alle Bewilligungen durchgesehen sind. Ja, und vor allem, es war schon so ein Herzensprojekt von ein paar Langenthaler, die gefunden haben, hey, wir müssen wieder unsere Stadt beleben. Genau. Weißt, es war nicht irgendwie so eine offizielle Stelle, die aus rein finanziellen Gründen das gemacht hat, sondern wirklich so ein bisschen... Nein, es ist ein Verein. Ein Herzensprojekt, ist mega schön. Ja, ja. Und sie haben irgendwie, also es ist eine mega geile Location. Mhm. Und sie haben irgendwie so, was sind es, 30.000, 35.000 so Holzlöcher. Mhm. Weißt du, für die Akustik, die ist unglaublich dort. Mhm. Die Bühne vom Old Capitol, wenn du dort hinten stehst, das ist akustisch so gut gemacht, wenn du dort hinten stehst und du schwätzt mit jemandem, macht es einfach. Das tut so fest schlucken. Es ist so perfekt gemacht, dass dort kein Schall irgendwie weitergeht. Mhm. Und da hat es eben so Löcher an der Wand in so Holzdinger, 35.000 Löcher, die sie alle von Hand gefräst haben. Ach, so krass, gell? So Zeugs, ja. Viel Liebe. Und das ist dann eben auch so krass. Ich meine, das ist eine grosse Location. Mhm. Und für das ist Langenthal eigentlich zu klein. Mhm. Also logischerweise, wenn Patent Ochsner kommt, dann ist die Bude voll. Ich würde sagen, weißt, es ist ja nicht nur unser Städtli, sage ich jetzt mal, sondern auch die umliegenden Dörfer. Weißt, es ist ja so ein bisschen wie das Zentrum für all die rundum. Obwohl ich gehört habe, von Herzogin Buchsi kommst du eigentlich nicht rüber und umgekehrt. Stimmt, Buchsi, Herzogin Brooklyn, ist so die eigene Town, das ist schon ein bisschen so. Ja, aber so ein bisschen Rocku, Erwangen, Pützberg, ja, ich weiß nicht, ob da etwas hat. Aber das sind auch so, die gehören auch schon so ein bisschen zu lange da, weißt, die können wir schon in unserer Stadt kennen, sage ich jetzt mal. Schon klar, aber für das muss dann schon etwas richtig passieren. Ja, voll. Also weißt du, das merke ich natürlich als so Touring-Comedian, wo du sagst, hey, ich bin dann übrigens in Langenthal, dann haben ein paar Leute haben Bock, das zu sehen, aber du hast natürlich nicht den Effekt wie an einem anderen Ort, wo sie sagen, wow, endlich läuft mal etwas bei uns. Mhm. Da gehen wir schauen. Mhm. Kennt vielleicht nicht einmal. Mhm.
Also es ist ein völlig anderes Verhältnis, mhm. oder? Mhm. Das merke ich schon. Aber es hat sogar McDonalds lange Tag. Hey, das ist die Sensation gewesen, das damals, als ich kam. Ich weiss noch, sie mal, wo, ich war dann noch ein Kind, haben sie mal einen Test gemacht mit so einem Wägeli, so einem McDonalds-Wägeli. Kannst du dir das vorstellen, als Imbissbude in so einem Truck, wo sie vorbeikommen und dort raus Hamburger und Cheeseburger verkaufen? Ey, wir sind durchgedreht. Ja, logisch. Das war der Hit gewesen, ja, damals. Logisch. Weißt du, was das erste Mal so ein bisschen getestet wurde? Yeah. Und dann nur so, wow, wenn wir nicht mehr auf die Sofa gehen müssen, in McDonalds, sondern in unserer Stadt. Dann habe ich wirklich das Gefühl, so, mm-hmm, wir sind eine Stadt, we made it. Eben. Mm-hmm. Ich sage immer, wenn es McDonalds in der Kino hat, ist es eine Stadt. McDonalds in den Kinos hat? Nein, und ein Kino. Ah, und ein Kino hat. Kino haben wir schon lange gehabt. McDonalds hat uns gefällt. Eben, ja, eben. Das stimmt. Wir sind eine Stadt. Die nächste Ferien. hast du in Langenthal, was hast du gemacht? Bank? Banklehre habe ich gemacht. Banklehre? Ja, also mein ganzes Leben, bis ich 30 war, habe ich ja dort gewohnt und gelebt und alles. Ah, wirklich? Hast du, ja. hast du, also, wo du Joyce gemacht hast und so, bist du nicht auf Zürich gezogen? Ich war am Pendeln, nein. Ich war das richtige tamilische Töchterli, das sicher nicht alleine wohnt und schon gar nicht in das Zürich geht. Vergiss den Fisch. Ohne Scheiß. Mhm. Meine Pubertät hat so ein bisschen mit Mitte 20 angefangen, mit 25, als ich zu Joyce bin. Wirklich. Also, dann hat die Pubertät angefangen. Ich schwöre das. Vorher konnte ich mir das nicht erlauben. Das geht nicht. Du hast so viele Leute, die dich beobachten innerhalb von der tamilischen Community. Da musst du anständig unterwegs sein. Mhm. Und erst dort habe ich mal so ein bisschen Grenzen beschritten. Mit so, mal, ich will im Fall nicht mehr den sicheren Job innerhalb von der Bank haben, wo man mich vermitteln kann, damit ich einen guten Ehemann finde. Und ja, ich wollte auf das Zürich rausgehen, raus aus dem sicheren Langenthal. Also, dann hat eigentlich viel für mich sich auch verändern, sage ich jetzt mal. Von einem sehr behüteten Daheim. Weiss, ich würde es nicht anders wollen haben, aber mhm. das ist schon ein grosses Kapitel gewesen für mich. Es ist viel Neues gekommen. Und wegen dem, weißt du, was du erklärt hast, mit so, hey, in anderen Orten denkt man anders. Mhm. 100% wahr. Also, mhm. weißt du, das kenne ich, weil ich von Langenthal komme. Verstehst du? Wir yeah. ein bisschen anders denken als Zürcher. Ja. Und ich bin hierher gekommen und ich habe das erste Mal ganz neue Lebensentwürfe mitbekommen. Also weißt du, schon das Thema irgendwie Homosexualität. Mm. Das ist nicht besprochen worden bei uns. Oder ein Musikfestival, was ist das? Das habe ich nicht gecheckt. Mm-hmm. Also weißt du, es hat jenste Sachen gegeben, die ich neu entdeckt habe. Ich so, irgendwie um einen Stein gewohnt, glaube ich. Also weißt du, ich bin irgendwie nicht so hip wie dir Zürcher, die da über alles redet und mega offen und Party bis weiss nicht wann. Aber ich bin in einem sehr traditionellen Daheim aufgewachsen und bin plötzlich in so einen wilden Westen reingekommen von der Medienlandschaft. Und dann wow, Reizüberflutung. Ja, vor allem Joyce. Ja, Joyce ist absolute Reizüberflutung. Ja. Extrem. Ja. Und du bist jeden Tag umgeben von coolen, extrem verschiedenen Persönlichkeiten. Voll. Und es war immer so ein Chaos, das so ein bisschen Ordnung hatte. Also weißt, du hast Hunde im Büro gehabt, Leute, die am Boden liegen und brainstormen. Und jeden Tag Musiker, die rein und raus gehen, Comedians, die vorbeikommen. Und du bist nur so, wow. Ja. Oder? Und dann bin ich zugestiegen, bin auf Langenthal hergefahren, habe mit meinen Eltern Reis gegessen und so, okay, gut. Also weißt, es ist schon Welt im Fall. Und ich glaube, durch das habe ich jetzt noch mein Verständnis, durch die eigene Erfahrung, mhm. dass Denkmuster extrem unterschiedlich sein können. Eben so ein bisschen das Ländlichere von mhm. Langenthal versus Stadt oder das Tamilische versus Schweizerische. Mhm. All diese Sachen, oder dass Generationen unterschiedlich denken, das ist schon in mir drin, so ein bisschen wie fest drin. So. Ja, es ist krass, weil du bist traditionell an einem traditionelleren Ort aufgewachsen. Also du hast gerade so Double Down hast du gehabt. Ja, so, genau. Und man hat auch so ein bisschen, also ich will das jetzt nicht irgendwie für alle Leute unterstellen, sage ich jetzt mal, mhm. aber so ein bisschen generalisieren kann man ja sowieso nie, aber wenn ich es so zusammenfassen dürfte, hat man schon ein bisschen ein konservativeres Denken als jetzt in der Stadt Zürich, sage ich jetzt mal, wo stark von Medien geprägt ist. Mhm. Oder? Das ist schon eben eine andere Bubble, die mhm. ich mich hier bewegt habe. Voll. Und da ist schon bei mir so der Horizont, der macht so, wow, okay, mhm. da gibt es viel mehr. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Ja. Zum Beispiel? Hey, dass ich meine eigene Haltung darf hinterfragen darf.
Das zum Beispiel. Weißt du, so gewisse Sachen, die ich wie geglaubt habe, von mir selber zu wissen. So ist es. Fast plötzlich habe ich in der Frage mit so, wie viel ist der Erziehung, wie viel ist die Gesellschaft, die Einfluss auf mich hat und wie viel denke ich selber als Individuum. Also, wie viel von dieser Meinung habe ich mir selber gebildet und wie viel ist von außen auferlegt worden, so Sachen. Yeah. Und ich bin ganz ehrlich, gegenüber vielen Sachen bin ich sehr, sehr verschlossen gewesen, weil du musst verstehen, ich bin aus einer Kultur rausgekommen, wo ein Freund hatte, ein riesiges Problem war in der Jugend. Das wäre nicht gegangen, das habe ich mir verboten. Dann kommen Menschen, die sagen, hey, ich bin transgender oder ich bin non-binary oder habe eine andere sexuelle Orientierung oder hey, ich bin in einem Drogenloch gsi, bin aus dem rausgekommen, ich hatte eine Essbrechsucht, ich hatte das, dieses und jenes. Also so viel verschiedene Geschichten, die ich gehört habe, die ich, wenn ich an mein Schulhaus denke und meinen kleinen Freundeskreis denke, ich war nie so exponiert gegenüber so vielen verschiedenen Menschen, dass ich das Verständnis haben konnte. Und es ist anders, ob du einen Menschen in Person erlebst oder ob du irgendwie in den Medien liest, ah ja, die Person hat das und das, sie haben eine viel größere Distanz. Dann sagst du, ja, okay, ja, was? Yeah. Aber wenn du mal mit jemandem herhocken kannst, und schnell 10 Minuten, 15 Minuten redest und die Person dir erzählt, so, ich bin die und die Person und das hat mich geprägt und das glaube ich, für das stehe ich ein, dann lernst du extrem dazu. So, und von dem her habe ich das Gefühl, als Person bin ich enorm gewachsen, seit ich daher gekommen bin. Ja, das kann man extrem gut vorstellen. Ich glaube, das ist auch manchmal das Problem, eben an Städten, Großstädten, weil es ist so, für Leute, die sich in irgendeiner Art und Weise anders fühlen, was, glaube so ziemlich jeder Mensch, doch, natürlich fühlen sich alle anders, aber es wären nicht alle so extrem. Denke ich immer so, so eine Stadt ist dann so wie das Endziel, weil eben, es ist so wie alles möglich und du kannst viel mehr dich selber sein. Und weißt du wieso? Weil die Anonymität ein bisschen gegeben ist, innerhalb von so einem grossen Fluss von Menschen. Genau. Oder? Aber ich find dann eben schade, dass zum Teil, wenn man schon in einer Stadt geboren ist, oder schon lange in einer Stadt ist, dass man dann eben wie zum Teil den Bezug wie verliert. Weil man eben wie merkt, es gibt so viele Menschen, die noch nie so weit sind. Eben in ihrer Denkweise, weil sie einfach noch zu wenig Kontakt gehabt haben. Also, ja, in Langenthal weiß ich nicht, wie viele Non-Binary sind. Es gibt sicher. Es gibt sicher, aber vielleicht kann man es weniger gut ausleben. Genau, oder? Aber es ist sicher weniger thematisiert noch. Es ist eben schon nur ein Zahlenspiel, dass einfach, wenn es mehr Leute hat, wird der Prozentteil auch mehr sein. Und vor allem, wenn es dort schon gibt, dann kommen noch mehr dorthin. Also ich meine, ich kenne Menschen, die auf Berlin gezogen sind und sich zum ersten Mal wirklich wohlfühlen. Weil sie sagen, da habe ich mich dann können outen und da habe ich können mich selber sein. Ja, voll. Darum sind sie auf Berlin gegangen. Das heisst, dort hast du dann immer wie mehr. Klar, es konzentriert sich oder, an Orten, wo es noch mehr Leute gibt, die das offen dürfen ausleben und so. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man nicht mit seiner Heimat brechen muss, um sich selber zu sein. Oder? Das ist das, was ich jedem wünschen würde, der sich in irgendeiner Form anders fühlt. Oder? Weil ich habe wieder Wert von einer Community auch sehr früh gelernt, wo ich denke, so schade, brechen so viele Leute mit ihren eigenen Leuten, die eigentlich ihren Backbone sollten sein, ihren Rücken sollten stärken. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das habe ich das Gefühl, auf dem ländlichen Gebiet hast du das da viel mehr. Oder? In der Großstadt hast du die Anonymität. Klar, du hast deine Freunde und deine Leute und so. Aber man hat so einen kleinen Zusammenhalt. Weißt du, grüßt noch die Leute auf der Straße. Und das ist nicht komisch. Weißt du, hier in Zürich, da würde ich denken, was läuft mit dir, Alter? Weißt du, was ich meine? Und dort kennst du deine Nachbarn besser. Und jetzt halt bei mir im Speziellen auch in der tamilischen Community auch. Was ich schön gefunden habe, eine Journalistin hat mir gesagt, ich beneide euch für eure Community. Und dann habe ich gemerkt, so, wow, ich habe einfach auch noch einen Wert mit einem Kreis von Leuten, die mir einfach gegeben sind, nur weil ich Tamilin bin. Ich musste nichts dafür leisten. Die sind für mich da. Weißt du, in irgendeiner Form. Die sind rum und ich kann Feste gehen, wo sie da sind. Weißt, wir haben unsere Treffen und all das. Und das ist einfach gegeben, nur weil ich anders bin, sage ich jetzt mal. Und ich denke, jede Person, die sich in irgendeiner Form anders fühlt, das ist einfach auch eine Community. Yeah. Und vielleicht findest du sie in Berlin, vielleicht findest du aber einfach auch schon dort, wo du aufgewachsen bist. Die Frage ist, mit was identifizierst du dich? Was ist dir selber wie wichtig, glaube ich, oder? Und wenn man sich, aber wie ich jetzt zum Beispiel mit Langenthal kann identifizieren, dort habe ich einfach viel die vielfältigeren Freunde, sage ich jetzt mal, weil das Leute waren, die mit mir in die Schule gegangen und sich in irgendeine Richtung entwickelt haben. Voll. Und hier in Zürich sind das Leute, die ähnlich
orientiert sind wie ich, dadurch, dass sie sich in einem beruflichen Feld bewegt haben, wo ich auch bin. Und ich würde mir wünschen, dass man das wie nicht aufgibt, weißt, für andere. Weil ich denke, das ist einfach riesen wert. Weißt, so das Community-Denken. Und das bin ich auch, wenn man komplett an einem anderen Punkt ist. Absolut. Weißt du, was ich meine? So, absolut. Das würde mir wie wünschen, aber es ist halt nicht für alle möglich. Es ist schon ein bisschen Wunschdenken, glaube ich. Weil wenn du wie für das verurteilt wirst, was du bist, dann ist es halt schwierig. Ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Faktor ist, wenn du verurteilt wirst für das, wo du bist. Mhm. Aber ein anderer Faktor ist, wenn du dich auch verurteilen lässt. Im Sinne von, wenn jetzt bei dir etwas passiert und du gehst dann irgendwie zurück in deine Community, dann ist es manchmal auch aus der eigenen Sicht, shit, die sind jetzt anders zu mir. Wegen dem. Deine eigene Unsicherheit, die ziehst schnell auf sich. Genau. Würde es dir vielleicht sogar schon nur helfen, zu sagen, hey, das ist so, aber ich bin genau gleich wie vor zwei Wochen, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, oder was auch immer. Und das lasse ich jetzt gar nicht zwischen uns kommen. Das irgendwann, natürlich geht es nicht immer auf, und ich wünsche mir auch, es wäre einfacher. Aber das habe ich schon nur für mich müssen merken, dass eben für mich Freundeskreis bin ich immer der gleiche Trottel. So. Weißt du? Ja. Und das hat sich nicht geändert. Und ich habe einen Kollegen, der kriegt nichts mit von mir, was ich beruflich mache. Und so, grossartig. Nee, sensationell. Ja. Sensationell. Und ich merke dann auch, ich habe null das Bedürfnis, ihm das zu erzählen. Und sie ist ja auch null beeindruckt von dem, was du irgendwo gemacht hast. Du bist einfach immer noch der Joel. Genau. Punkt. Fertig. Genau. Und ich liebe so Menschen, wo voll wirklich einen Scheiß drauf geben, was du erreicht hast oder nicht erreicht hast. Und irgendwo durch denkst du so, oh, schade, interessiert sich nicht für das, was ich mache. Aber andererseits befreit das enorm, weil du weißt, hey, diese Freundschaft habe ich auch, wenn ich nichts mache. Genau. Das ist hure schön. Und dort habe ich dann eben gemerkt, weil ich diesen Kollegen hatte, habe ich so gemerkt, aha, hey, die andere interessiert es eigentlich auch nicht so mega. Weißt du? Es gibt einmal, vielleicht einmal im Jahr, gibt es mal eine Stunde, wo man ein bisschen intensiver über das redet. Aber das ist wie wenn ich mit dem Anwalt mal über das. Ja, also weißt du, wie ich meine? So, es gibt dann so zwei, drei Fragen, wo ich wirklich so denke, ach, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Ich frage jetzt mal. Aber du weißt das genau, wenn jetzt. Irgendwie so. Weißt Aber viel mehr ist es nicht. Aber es war meine eigene Denke, gewesen, so, weil ja, ich etwas mache, was ich für mich wow, oh, irgendwie finde. Denkst du, das werden die anderen auch finden. Und auf einmal denkst du so, hey, aber nein, eigentlich ist es genau gleich. Das ist auch spannend. Ich glaube, das habe ich selber auch viel gehabt, gerade in meiner Jugend, sage ich jetzt mal. Die Sachen, wo ich mir nicht so sicher war, oder so etwas im Bauch gegangen ist und dachte so, wie kommt jetzt das an? Yeah. Das ist etwas, was ich wirklich will, aber ich weiss, da kommt es auch nicht so gut an. Bin ich schon mit so einer Grundnervosität hergegangen, wo ich nichts anderes habe können bekommen als eine gestresste Reaktion. Yeah. Weißt du, was ich meine? Also, wenn man dann, oder, und dann fast forward, wo du dann merkst, so, hey, du bist mittlerweile sicher in dem, wo du bist, du fühlst dich wohl, kommt auch nicht mehr so viel Gegenreaktion. Genau. Also eigentlich muss man voll fest daran arbeiten, dass man sich selber in erster Linie akzeptiert. So wie man ist, mit allen Facetten und auch mit den Sachen, die nicht so schön sind, die nicht so glänzen, weißt, wo es ein bisschen ist, wo man lieber möchte niemandem mitteilen, dass das so existiert. Und dann schön hingehen. Ja. Oder? Nur die Instagram-Momente sollen ja rausgehen und nicht die verletzlichen Seiten. So. Aber ja, wie gemerkt, also, wenn man bereit ist, die Sachen zu zeigen, wo man verletzlich ist, kannst du mit Menschen auf eine andere Art und Weise connecten und viel tiefer. Und viel echter, weißt du, wenn du bereit bist, auf so jeden Fall die Seite zu zeigen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das schließt so wieder den Kreis zu, eben das Innere vergleichen mit dem Äußeren von anderen. Wie das heißt, der Instagram-Moment. Dass, wenn man eben, es muss ja nicht alles sein, aber wenn man ein bisschen vom Inneren teilt und jemand parat ist, das auch zuzugeben, wie es zu mir mit dem kleinen Ding passiert ist, mit der Person, die mir 3 Jahre früher sagt, hey, momentan bin ich in einer super Phase, ich finde mein Material voll geil. Und dann 3 Jahre später, das ist ja nicht immer so. Das hat eben mir schon gelangt, um so zu sehen, da sind wir. Und das ist etwas ganz Kleines gewesen, aber ich glaube, das ist auf alles anwendbar. Dass eben, wenn du etwas mehr von dir innerlich nach außen gehst und jemand anders das zurückgibt, dann hast du die Connection, wie du sagst. Ja, voll. 100%. Wenn man bereit ist, eine Schwäche zu zeigen, sage ich jetzt mal, und das Gefühl, könnte gegen mich verwendet werden, stellt man aber in der Regel fest, im Fall sagt der andere auch, okay, mit dem Fall auch so. Ja, habe ich auch das, ja. Absolut.
Ja, das ist schön. Hey, was für... Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon gemacht haben. Ja, okay, Plan. Du fährst es schon lange ab. 1,23. Boah. Wie lange hattest du eine Stunde? Oder was? Wie lange geht die Podcast? Es gibt nicht... Geht keine Länge? Nein. Ja. Nicht definiert. Mhm. Aber ich hatte das jetzt wirklich hatte so das Gefühl, dass ich jetzt gerade so ja, schön wie einen Bogen geschlossen. Ja, finde ich auch. Eine Frage stelle ich immer zum Schluss, so die einzige wirkliche. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Das erste Bild, das ich jetzt gerade vor meinem inneren Auge hatte, war mein Neffe. Die Neffe? Mein Neffe, ja, dreijährige Neffe. Ich glaube, damit ich mich gut fühle, brauche ich meine Familie und meine engsten Freunde ganz nahe bei mir. Mhm. Und ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich hier eine Woche lang am Arbeiten bin. Und wenn ich nach Hause gehe, zu meiner Familie und meinen Neffen kann knuddeln, dann geht es mir gut. Ah, ja. Mega schön. Ja. Ja, zum Abschluss kann ich irgendwie nur sagen, ich habe es jetzt auch wirklich mega schön gefunden, das Gespräch. Weil, ich meine, wir kennen uns so ein bisschen, mal da und dort und hallo und vielleicht 5 Minuten, mal 10 Minuten geschwätzt und so. Ich habe es sehr geschätzt und ich danke dir. Merci vielmals. Ja. Mir ist es genau gleich gegangen, Joel. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich dich heute ein bisschen kennengelernt habe. Gleichfalls. Ja, und ein bisschen Nerd-Talk haben wir auch gemacht. So ein bisschen fachsimple und über Journalismus diskutieren. Ja, ja, genau. weiterhin alles Liebe. Das wünsche ich dir auch von Herzen. Und komm wieder mal. Ja, ist gut, machen wir. Sehr gerne. Für Episode 200. Ja, was ist das jetzt? Ich weiß gar nicht. 97. Irgend sowas. 95, 96? Ja, also heute haben wir 96 und 97 gemacht. Ah, und letzte Woche war 95? Ja. Ah, die letzte Woche kommt später. Ja, okay. Irgendwie so. Also wir sind... Alright. Ja. Ich kann auch irgendwann sagen, wenn du nicht ganz bist 100. Und deine Late-Night-Show ist so, hey, ich bin unter den ersten 100 gewesen. Du hast, nur schnell zum Abschluss, du hast mich ja mal eingeladen in eine wunderbare Sendung, die ich sehr toll gefunden habe, wo wir bei irgendwie 7 Grad am See draußen grilliert haben. Wow, bei Sommerwetter wäre es so viel schöner gewesen. Yeah. Tag am Grill, super gewesen. Aber wegen dem habe ich den Fabu kennengelernt. Aha. Den Koch? Den habe ich vorher nicht gekannt. Den hast du mal auch in diesem Podcast gesehen. Ja. Yeah. Ja, das Lustige ist, der Fabu hat seinen Foodstand einfach vor meinem Büro gehabt. Und ich bin aber bei ihm essen. Und ich dachte, komm, gib noch ein bisschen mehr. Und so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und er war so ein bisschen der Exot gewesen, weißt du, neben den ganzen Medienleuten, die irgendwie bei dieser Sendung mitgewirkt haben. Yeah. Aber mittlerweile ist er ja auch eine feste Größe in der Medienwelt geworden. Also jetzt ist überall mit Kochshows und Werbungen und Zeug und Sachen. Voll. Ja, hat sich auch etabliert, voll gut. Und Fabian zu binden. Yes, yes. Yes. Okay, alles Liebe. Bis ganz bald. Danke, Christoph. Und ja. Macht's gut. Peace.